Hi guys, this is Gabriel Kidd, the What Culture Pro Wrestling Internet Champion, and you're listening to Wrestling Talk Radio. Hallo und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio. Langjährige Hörer werden jetzt verwirrt sein, dass ich jetzt hier die Anmoderation mache, aber das hat durchaus einen Grund. Aber bevor wir den erörtern, worum geht es hier heute? Natürlich, wenn ich am Start bin, um AEW Dynasty. Und da man so einen Podcast natürlich nicht alleine durchführen kann, habe ich mir, ich möchte sagen, kompetente, erfahrene Unterstützung geholt. Bei mir ist nämlich heute die Nicole. Hallo Nicole. Ja, gute. Und danke für das Kompliment, kompetent, weiß ich nicht, sehen vielleicht manche nicht so, aber ich versuche mein Bestes. Ja. Ja, ich sag mal, wer das nicht so sieht, der hat eh schon abgeschaltet, also von daher ist dann auch egal. Das ist allerdings auch richtig, ja. Ja, aus, ich sag mal, Zeitmangel und so sind wir beide heute nur zu zweit unterwegs. Alle anderen, die so im AEW-Kosmos immer weiter drin sind, haben leider ja keine Zeit für Podcast, haben leider die Show noch nicht geschaut, und da wir das diesmal ein bisschen zeitnah hinbekommen wollten als beim letzten Pay-Per-View, haben wir gesagt, dann setzen wir uns eben hier gemütlich zu zweit hin und ja, besprechen eben den Pay-Per-View. Und wir haben gerade im Vorgespräch schon eine Sache festgestellt, nämlich, dass wir beide die Pre-Show nicht gesehen haben. Das ist richtig, denn aber meistens irgendwie so. Manchmal muss man das gar nicht mehr feststellen, weil es irgendwie, glaube ich, schon gang und gäbe ist. Ja, es ist halt, ich bin halt ehrlich, ich bin halt auch ehrlich, es ist halt Zeit, so eine Zeitsache. Und zum anderen ist halt auch so, die Matches, die jetzt in der Pre-Show waren, haben mich jetzt auch nicht so sehr interessiert, wenn ich ehrlich bin. Ja, war jetzt für mich jetzt auch nicht irgendwas Interessantes dabei. Gut, Jay White vielleicht. Aber da dachte ich mir schon, wie es ausgehen würde. Also The Bang Gang hat sich den Sieg geholt. Und von daher ist das okay. Vielleicht schaue ich da nochmal später bei dem Match rein. Ja, ich finde auch grundsätzlich, ich meine, so Orange Cassidy und Shibata gegen Taylor und Lee Moriarty, den ich ja sehr mag, kann man sich ja sicherlich auch geben, aber hat jetzt eben nicht gepasst. Und ja, bei Jay White ist eben die Sache, dass ich da eher sogar ein bisschen sauer bin, dass der Mann sich jetzt irgendwie mit der Acclaim, die für mich irgendwie auch schon so ein bisschen durch sind, langsam darum ärgern muss. Und ja, aber zumindest sind die Titel jetzt vereinigt. Die sind jetzt beim Bullet Club Gold, und die können sich dann von mir aus jetzt auch gerne mit ernsthafteren Gegnern beschäftigen. So gemein es jetzt klingt. Ja, schauen wir mal, ob es halt einen Nutzen hat und ob sie in den Hauptshows ein bisschen mehr Relevanz bekommen. Ja, praktisch halt nun gegen wen. Ja. Muss man mal abwarten. Halt, der Platz ist natürlich jetzt auch überall ein bisschen voll. Ne? Ja, und so die festen Trios, die da sind, irgendwie sind gefühlt auch gerade irgendwie alle in so anderen Geschichten. Vielleicht der Blackpool Combat Club, die sind ja so gefühlt gerade so, da kocht gerade ein bisschen jeder sein eigenes Süppchen. So, vielleicht kann man die da mal wieder reinwerfen. Die hatten ja, glaube ich, diesen Titel noch nicht gehabt. Ja. Wäre eine Möglichkeit, dann haben wir nur noch House of Black. Aber die, ja, kommen wir ja dann wahrscheinlich dann auch beim Event zu sprechen. Ob sich das jetzt da schon erledigt hat mit Adam Copeland, glaube ich eigentlich noch nicht. Nee, ich in der Tat auch nicht. Ich glaube, da ist da ist jetzt gerade erstmal eine andere Geschichte geplant. Von daher, naja, mal gucken. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt in die Hauptshow. 21.04. aus St. Louis, Missouri. Die, jetzt muss ich selber kurz ablesen, wie diese Arena nochmal genau heißt. Die Scheifetz Arena. Scheifetz? Scheifetz. Merkwürdiger Name. Ja, tatsächlich. Scheifetz.
Ja, ob der Pay-Per-View gefetzt hat, das werden wir jetzt gleich erörtern. Denn ja, der Start der Show, man kann, ich würde mal sagen, man kann durchaus so eine Show anfangen. AEW Continental Title Match, Kazuchika Okada besiegt Pac in 21 Minuten und 55. Nicole, wie fandest du es als Opener? Ich habe es mir schon fast gedacht. Okada hat wahrscheinlich keinen Bock, länger bei einem Event zu bleiben. Also will er gleich den Anfang. Nein, ist gut. Also kann man so machen. Waren ja eigentlich auch viele Okada-Chants mit dabei. Was eigentlich relativ wieder... Nicht, dass es mich stört. Wenn Joe zum Ring kommt, schreien ja auch alle Joe, Joe, Joe. Das ist ganz okay, aber er ist ja eigentlich der Heel, ne? Mhm. Pack ist, ja, ich weiß nicht, ihn empfinde ich immer so als bisschen als Tweener. Wir haben halt hier, was wir ja eigentlich auch immer so kennen, am Anfang viel draußen herumgedöns. Pack dominiert halt die Anfangsphase schon ein bisschen. Aber Okada macht es dann irgendwann mal gar nichts aus und gewinnt ja dann doch die Oberhand, wie man es eigentlich kennt. Ich fand ab dem DDT außerhalb vom Ring von Okada an Pack, der kommt aber wieder rechtzeitig in den Ring und dann gab es ja dann noch den zweiten DDT im Ring und das war nur ein Two-Count und ab da, sage ich mal, haben sie dann ein bisschen aufs Gaspedal getreten. Es gab einen schönen Springboard Moonsault von Pac an Okada außerhalb vom Ring. Und da kommt Okada, glaube ich, was war's, bei 8 oder bei 9 wieder in den Ring. Ja, die üblicherweise This is Awesome Chance kam dann halt auch wieder. Witzig, wie Okada halt dann auch immer, was er ja auch bei New Japan dann immer mal ja gezeigt hat und auch drauf hat, ne, diese arrogante Art und Weise. Okada fordert Applaus, den bekommt er auch, will die Rainmaker-Pose so zeigen und die Fans, yeah, gehen voll ab. Und er lächelt nur und zeigt den Stinkefinger. Das war sehr smart von Okada, um dann halt wieder die Richtung, ne, zu ändern und zu sagen, hier, ich bin das Arschloch. Und ja, dann hatten wir ja noch, weiß nicht, die Finishing-Phase, so Pack versammelt da seinen Finishing-Move, dann gab es einen Tombstone von Okada. Ich glaube, dann der Brutalizer von Pack. Mhm. Und dann nochmal einen Tombstone von Pack. Nee, dann gab es den Tombstone von Pack, genau. Okada hält den Rap halt ein bisschen fest. Pack will dann seinen Koksu Shooting Star Press zeigen, aber Okada zieht die Beine hoch und ja, die Landung sah da schon auch ein bisschen so aus, als hätten die Knie eigentlich ins Pack Gesicht irgendwie gesessen. Und ja, dann gab es den Rainmaker und das war dann halt auch. Pack. Okada war schnell verschwunden und dann gab es halt hieß auch bester Chance nach der Niederlage. Also man hat Pack lange noch im Ring gesehen, der sehr enttäuscht war. Weiß nicht, ob man da draußen noch was basteln will. Nein, er war jetzt, ich hätte einige Kommentare gesehen, Pack hat er nie irgendwas mal in die Hand bekommen und tralala. Also, das stimmt so nicht. Ne? Er ist der erste Doppel-Champion bei All Elite Wrestling gewesen. Er hatte den All Atlantic und den World Trios Belt gehalten. Also, dass er nichts bekommen hätte, dass er immer so untergebuttert wäre, möchte ich hier mal ein bisschen widerlegen. Aber man empfindet das halt immer so, ne? Weil Pack halt immer die
Niederlagen, die wichtigen Niederlagen halt mit sich zieht. Das, dann sieht das halt immer so ein bisschen so aus, als würde halt nichts erreichen. Ne? Er hat halt auch echt lange Ausfallzeiten immer zwischendurch, ne? Ob es jetzt verletzungsmäßig ist oder wegen Visa-Problem oder sonst was, aber er verschwindet halt auch zwischenzeitlich auch immer echt lange aus den Shows. Sag ich mal, da kann ich dann auch AEW irgendwie verstehen, dass die dann sagen, ob man so jemanden jetzt die großen Siege und irgendwelche Titel gibt, sag ich mal, der jetzt, und jetzt ist er jetzt gar nicht unbedingt aus eigenen Gründen, aber ob es jetzt irgendwie an ihm liegt oder aufgrund äußerer Gründe, ist ja da eigentlich egal. Aber ich sag mal, ob du dann so jemanden in den Fokus stellst und wie gesagt Titel gibst, kann ich irgendwie verstehen, dass du da ein bisschen zögerlich bist. Ja, ich weiß gar nicht, wo er seinen Hauptsitz hat. Nicht keine in den Ahnung. USA wahrscheinlich, oder was? Ich weiß es halt nicht, sag ich mal, aber es ist halt bei ihm schon auffällig, dass er irgendwie da ist eine Weile, dann ein paar Matches bestreitet und dann, zumindest war es jetzt in den letzten ein, zwei Jahren so, und dann halt immer sehr lange nicht da ist. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob das wirklich daran liegt, dass er nicht da ist oder ob AEW irgendwie nichts für ihn zu tun hat in der Zwischenzeit. Wenn das der Fall ist, dann muss ich auch AEW hinterfragen, wenn du mit so jemandem nichts anzufangen weißt, aber wie gesagt, das ist schon auffällig bei ihm, finde ich. Ja, es sind die Phasen, wo man dann aber auch nie weiß, oder man kriegt es immer nur so nebenher mit, so, ja, er ist verletzt, oder ja, wie du sagst, Visa-Probleme. Ja. Ja, muss man mal schauen, wenn er jetzt halt wieder länger mit dabei ist, mal sehen, welche Richtung es da geht. Mir würde es gefallen, ihn halt mehr im Einzelbereich zu sehen. Ja. Anstatt mit seinen beiden vielleicht doch guten Freunden, aber die anderen beiden, ne, Pentagon und Phoenix, weiß nicht, wo die, Pentagon ist ja da, Phoenix, oder ist er noch verletzt? Ich glaube, Phoenix ist noch verletzt. Ja, dann, ne, bei Einzelbereich und die anderen, dann Wenn Phoenix wieder fit ist, dann im Tag-Team-Bereich und dann ist auch gut. Ja, wie hat dir das Match eigentlich an sich gefallen, jetzt von Okada her? Oder weiß nicht, hast du viel New Japan-Okada-Matches gesehen? Überhaupt nicht. Also ich schaue eigentlich, also New Japan ist sowas, da bin ich so Tourist, der dann einmal im Jahr irgendwie bei Wrestle Kingdom reinschaut. Aber ansonsten eigentlich gar nichts. Ich kenne aber logischerweise natürlich Okada. Ich fand, also meine erste Notiz, die ich mir zum Match gemacht habe, war halt auch irgendwie falsche Rollenverteilung. Weil man hat halt gemerkt, Okada, ich würde mal behaupten, einer der größten Wrestling-Stars auf dem Planeten aktuell, sag ich mal, ist halt noch relativ neu. Das heißt, die Fans, das merkst du, die wollen den feiern und Pack ist halt, ich finde, Pack ist halt von seiner ganzen, ja, von seinem Gesamtpaket, Optik, seine Ausstrahlung hat, ich finde, der ist halt einfach ein natürlicher Heel. Der wirkt halt einfach wie so ein ekliger Wichser. Positiv ja, ausgedrückt. Bastard, ja. Ja, wie ein Bastard ebenso. Und ich weiß nicht, ob, also wie gesagt, irgendwie hat man da die falschen Rollen gewählt. Umso beeindruckter war ich, dass die es dann zum Ende doch hinbekommen haben, dass dann die Fanreaktionen in die Richtung gedreht sind, die man haben möchte. Und das hatte, glaube ich, auch viel mit Okada zu tun, denn das muss man einfach sagen, wenn du dir Matches anschaust, und das ist mir immer wieder bei Okada aufgefallen, das, was er im Ring macht, ist eigentlich nichts Besonderes. So, der hat jetzt keine krassen flashy Moves, wo du sagst, oh krass, das habe ich ja noch nie gesehen. Also Okadas Wrestling-Stil ist eigentlich sehr basic. So. Er ist halt, aber der Typ hat einfach eine Aura, eine Ausstrahlung, die halt alles auf so eine gewisse Ebene hebt. So, und das merkst du halt einfach. Und der Mann kann halt einfach, und wie gesagt, das muss man einfach dazu sagen, bei vielen japanischen Wrestlern ist es ja so, dass die Mimik, die Gestik, die Ausstrahlung bei, ich sag mal, uns Westlern nicht so ankommt, so wie es jetzt halt in Japan wäre. Und Okada schafft das halt trotzdem so. Okada bringt halt was rüber und Okada kann auch ein westliches Publikum wirklich spielen. Und das ist halt, finde ich, eine extreme Fähigkeit, die er hat. Plus, ich finde, er hat unfassbar schöne Dropkicks. So, das liegt vielleicht auch daran, dass er so groß ist, aber die Dropkicks von ihm, die sehen unfassbar sauber und schön einfach aus. Es ist der berühmteste, ja, auch Move nach dem Rainmaker, dass sein Dropkick halt, glaube ich schon, dass es der beste Dropkick ist, den es eigentlich so mithin auf dem Planeten gibt, der ihn da so springt und so on point immer ist. Ich glaube, da gibt es keinen anderen. Was halt
gut ist, was für mich auch, wenn Alex jetzt mit dabei wäre, Grüße, Okada-Matches unter 45 Minuten zu sehen. Danke. Vielen Dank. Dafür ist er, glaube ich, auch gekommen, dass er nicht mehr ganz so viele Matches und nicht mehr ganz so lange Matches wirken muss. Aber dafür immer noch gutes Geld verdient. Und wie gesagt, ich erwarte noch mehr. Also in New Japan hatte er auch eine Phase, wo er ein bisschen heelisch gewirkt hatte. Und wenn er die Japaner mit einem Fingerschnipp da halt zum Buhen bringt, dann ist es halt auch immer echt geil. Also ich glaube, er wird hier auch von den Young Bucks noch profitieren können, dass man da halt noch ein bisschen den Hideo-Kader noch ein bisschen mehr zum Vorschein kommen lassen kann, als jetzt schon. Ich finde, er macht das aber gut. Also ich finde, das macht durchaus Spaß. So der, ich sag mal, Wichser Okada, dem alles scheißegal ist, irgendwie, ich glaube, das steht ihm schon ganz gut und das ist auch, glaube ich, eine gute Rolle jetzt so zum Einstieg bei AEW. Mhm. Da ist er, glaube ich, auch, sage ich mal, wie gesagt, ich glaube, in so einer Heel-Rolle kommst du auch erstmal besser klar, wenn du die Landessprache nicht sprichst, als jetzt in einer Face-Rolle. Ich glaube, da ist es dann nochmal ein bisschen wichtiger, irgendwie vielleicht auch mal eine Promo zu halten und so funktioniert das aber an der Seite der Buck ziemlich gut, wo, wenn er die beiden so ein bisschen als Stichwortgeber beziehungsweise einfach als Redner, als Wortführer hat, sage ich mal, und selber vielleicht dann so mal, ja, so einzelne Worte oder Phrasen irgendwie einbauen kann. Ich glaube, das passt schon ganz gut für ihn aktuell. Also schon eine gute Rolle. Deswegen, und man muss halt sagen, ich fand auch die so, also für das erste, ich glaube, das war jetzt das erste Pay-Per-View-Match auch von Okada? Fragezeichen? Ja, müsste eigentlich. Erste Pay-Per-View, ja. Genau, stimmt, der ist erst nach Revolution. Ja. Genau, und das fand ich auch sehr gut gewählt, sag ich mal, weil du halt Pack ist halt einfach auch jemand, deswegen verliert er auch diese Matches, glaube ich, auch so gern. Der ist halt wahnsinnig gut darin, Gegner gut aussehen zu lassen, weil er halt so extrem, ja, weil er halt einfach so extrem flexibel und dynamisch und beweglich ist, sag ich mal. Und dadurch halt irgendwie das Selling bei ihm halt einfach sehr, sehr gut aussieht. Also ich sag mal, wenn einem Kader ihm den Rainmaker verpasst, dann fällt der halt nicht einfach nur um, sondern der macht dann halt seinen Rückwärtssalto so dabei. Also das war, wie gesagt, deswegen war das, glaube ich, auch ein sehr, sehr guter Gegner für Okada zum Anfang, weil er ihn einfach sehr, sehr gut hat aussehen lassen und, sag ich mal, für die spektakulären Sachen war dann halt Pack zuständig und Okada konnte halt einfach Okada sein. So, das hat ganz gut gepasst für mich. Ja, das kann man eigentlich so sehen. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt und bin auch froh, Okada nicht mehr in Matches zu sehen, die 45 Minuten gehen. Halt. Ja, das muss man auch sagen. Weil all das, was er gezeigt hat, bis jetzt zu den 20 Minuten und ab dann fängt Okada erst richtig normalerweise an. Und dann geht ein Match bei ihm halt nochmal mindestens 20, 30 Minuten halt. Ne? Das ist ganz okay, dass ich das auch nicht mehr so sehen muss, weil das würde ich nicht mehr aushalten, muss ich ehrlich zugeben. Kann er mal machen, wenn es vielleicht eine halbe Stunde oder so, wenn sie es anbietet gegen einen Gegner, aber ansonsten 15, 20 Minuten, das erfreut mich dann auch, ihn dann so wieder zu sehen. Ich brauche das auch nicht. Also du kannst ein Match irgendwie mit einer Dreiviertelstunde und einer Stunde, das kannst du mal machen, wenn sie es anbietet, aber ich hatte das Gefühl, bei New Japan war das auch irgendwann so ein bisschen, ja, dass das auch so ein bisschen Methode einfach hatte. So, ja, Okada irgendwie bei einem Pay-Per-View, jetzt musst du halt das nächste Match und das ist jetzt halt nicht nur 50, sondern 60 Minuten lang und jetzt das nächste 70 und sowas. Also das war auch irgendwann dann so Kalkül, ist irgendwann so Kalkül geworden und das nimmt dem, glaube ich, auch die Bedeutung. So. Deswegen muss auch nicht sein. Man das muss auch ehrlich dazu sagen, Okada, der wurde halt immer so gefeiert, ja, Okada ist so ein Cardio-Wunder und bla und blub. Stimmt wahrscheinlich auch, aber Fakt ist halt auch, dass irgendwie von diesen 60 Minuten Wrestling-Zeit halt auch irgendwie 20 davon immer Rest-Holds waren, so, weil die Matchführung halt sehr, sehr, ja, methodisch war, nenne ich es mal. Also, was du wahrscheinlich auch machen methodisch musst. Methodisch und geht dann immer stetig weiter und wird dann halt immer stiffer und dramatischer und noch dramatischer und noch dramatischer. Das ist halt ein New Japan-Style halt dann auch. Ne? Und ja, klar. Gibt wenige Leute, die dann so eine Länge an Matches halt dann immer gezeigt haben. Aber ja, ist
für Okada-Verhältnisse war das schon sehr gut. Und als Opener fand es auch gut. Wie gesagt, mich hat es nur irritiert, dass man Pack halt so lange am Ring noch gesehen hat. Und ihm hat man ja angesehen, dass die Niederlage ihn dann doch gewurmt hat. Also ja. Ich denke mal, man will wahrscheinlich daraus noch irgendwas basteln. Bin ich mal gespannt. Oder war halt nur einfach so. Mal sehen. Ja, muss man halt gucken, sag ich mal. Ich meine, ich könnte mir sogar vorstellen, dass man Pack auf kurz oder lang diesen Titel jetzt gibt, weil ich meine, wir sind uns alle einig, dass dieser Continental Title jetzt nur so ein Übergangsding für Okada sein kann, so als erster Titel, und dass der eigentlich relativ schnell so ein bis zwei Stufen weiter nach oben muss. Es gibt jemanden auf der Karte, die beiden kennen sich sehr gut, der andere kommt später noch. Beide waren bei New Japan. Ja, irgendwann wird das zu diesem Match kommen, aber da hat jetzt erstmal jemand anders das Sagen, und der soll erstmal ein bisschen laufen mit diesem Belt. Und dann mal sehen, was Tony Khan sich dabei denkt. Zu dem anderen kommen wir ja später noch. Da habe ich dann noch schön was zu sagen. Ich hätte eigentlich mit dem nächsten Match, muss ich sagen, eigentlich mit als Opener gerechnet. Aber wie gesagt, also das als Opener war auch vollkommen in Ordnung. Zu dem nächsten Match können wir dann aber auch gerne direkt gehen, falls du jetzt nichts mehr zu dem hast. Nö. Ja, sehr gut. Dann kommen wir zum zweiten Match. Six-Man Tag Team Match. Das House of Black, Malakai Black, Brody King und Buddy Matthews gegen Adam Copeland, Eddie Kingston und Mark Briscoe. Jo. Ich fange mal an der Stelle, weil ich habe gar nicht so viel zu dem Match, weil ja, mich ärgert es fast schon ein bisschen, weil das, also grundsätzlich zu dem Match kannst du nichts sagen, das war wieder ein wirklich solides bis wirklich gutes Match. Was zu erwarten ist, weil da halt einfach auch sechs wirklich gute Wrestler drinstehen, sag ich mal. Aber mein Problem damit ist halt so ein bisschen, das ist so ein Match, wie ich es gefühlt schon häufiger gesehen habe bei AEW. So, du hast das House of Black, die dann halt antreten gegen so einen Verbund von Singles-Wrestlern, die sich irgendwie gerade gegen sie auflehnen. Und gefühlt, ja, ist es so egal. Also das House of Black ist wirklich sowas, das ärgert mich wirklich bei AEW. Weil das ist gefühlt so ein Stable, da geht's halt weder vor noch zurück. So, dann gewinnen sie mal so ein Match, dann verlieren sie mal so ein Match, dann darf halt einer, dann kriegt halt einer von denen mal irgendwie im Singles-Bereich einen kleinen Run, dann hört der aber auch wieder auf und es geht wieder zurück so ins Trios, und irgendwie ist es alles so beliebig und so egal. Und das nervt mich halt wirklich ein bisschen, weil das halt drei Leute sind, also gerade Buddy Matthews nehme ich mal so ein bisschen raus, so, den ich jetzt noch relativ blass sehe, aber gerade Malakai Black und auch Brody King sind Leute, wo ich mir schon lange denke, boah, die würde ich gerne jetzt mehr im Singles-Bereich sehen, so dass man mit denen mal sinnvoll was macht und auch über eine längere Zeit was macht. Und wie gesagt, deswegen finde ich schade, dass die dann immer wieder in solchen, sage ich mal, Matches gegen so beliebige Wrestler-Zusammenstellungen stehen. Ich glaube, hier wird sich was draus entwickeln, weil ich glaube schon, dass sich hier auch deutlich gezeigt hat, dass man da jetzt scheinbar was zwischen Malakai Black und Adam Copeland wahrscheinlich um den TNT-Title aufbaut. So, das wäre schon mal ein ganz guter Schritt. So, das fände ich ganz gut. Aber ja, wie gesagt, also das nimmt mir so ein bisschen so den Spaß auch an dem Match. Wie gesagt, das ist halt einfach wahnsinnig schade, finde, was so mit dem House of Black passiert bei AEW, seit es dieses Stable einfach gibt. Ja. Ah, mein Frosch aus dem Hals erstmal hier kriegen. Ja, das verstehe ich vollkommen. Und da bin ich auch bei dir. Zu dem Match erstmal an sich, es war halt eine pure Unterhaltung, das Match. Also ja. mit einer kleinen Story. Was will das House of Black von Adam Copeland so ungefähr? Es war super gut. Jeder durfte halt mal was zeigen, plus drei Spears gleichzeitig. Das fand ich ganz nett. Und überraschend für mich, das House of Black gewinnt. Mhm. Danach musste ich erstmal sagen, huch, ich glaub's ja nicht, weil damit hatte ich nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Fand's aber geil, weil ich denke,
dass dadurch und dann auch natürlich wieder, dass Malakai Black den Mist Adam Copeland ins Gesicht gespuckt hat. Und ich habe von Adam Copeland mal ein Interview gelesen, dass er sehr interessiert ist, mit einigen Leuten natürlich jetzt auch noch zum Ende seiner Karriere zusammenzuarbeiten. Und darunter hat er halt auch Malakai Black gezählt und Brody King, mit denen er gerne halt mehr machen würde. Ich weiß nicht, ob das da schon eine Anspielung war. Und wir wissen ja, Adam Copeland als Edge in der WWE hat ja eigentlich schon Erfahrungen mit so einem Stable. Nämlich mit Judgment Day. Und irgendwie muss ich halt hier sagen, Entschuldigung, wenn ich immer mal ein bisschen räuspern muss. Meine Erkältung steckt auch noch ein bisschen in mir. Irgendwie habe ich hier den Verdacht, dass es da auch irgendwie eine Konstellation geben wird, die sich dem Judgment Day irgendwie so, ja, annähert oder weiß nicht, was man halt vorhat. Aber man hat irgendwas vor, hoffe ich. Halt. Irgendwie. Auch für Brody King und für Malakai Black. Mal sehen. Also, wenn du halt mehr willst als Einzelwrestler, dann musst du House of Black halt beerdigen. Dann musst du sie trennen. Naja, oder halt mal, oder zumindest halt mal eine klare Division ziehen, dass du halt sagst, okay, jetzt ist halt Malakai ist jetzt der Singles-Wrestler und der geht jetzt halt auf den, keine Ahnung, TNT-Title oder World-Title irgendwann dann auch. Und dann sagst du halt, okay, und King und Matthews lässt du dann halt erstmal als Tag-Team laufen zusammen. Kannst du ja auch erstmal machen. So, das. Ja, gut, wie Blackpool Combat Club, die ja, genau. Auch einzelnen Dinger machen. Von daher wird es wahrscheinlich halt auf Malakai Black gegen Adam Copeland vielleicht dann irgendwann um den Titel halt vielleicht hinauslaufen. Ja. Könnte man meinen. Sehe ich auch tatsächlich, weil auch Edge ist, glaube ich, jemand, der. Okay ist. Ja, vor allem, ich glaube, da sind wir uns auch eigentlich auch Edge ist, also Adam Copeland, Entschuldigung, ist auch jemand, der, ja, der früher oder später zumindest mal so einen Shot auf den großen Titel eigentlich bekommen muss, wenn du ihn da hast. Ja, aber ich glaube, auch in dem Interview, das ist auch so eine, was gewesen, wo er gesagt hat, nö, brauche eigentlich nicht. Das ist wie bei Ryan Danielson, der auch sagt, ich brauche den Titel nicht, ich will den gar nicht. Wenn Tony Khan halt sagt, so hier, aber wir würden gern, weil so und so, dann würden sie es vielleicht machen. Aber du siehst ja Bryan Danielson, wie lange der schon da ist. Und jetzt sind die Rufe endlich mal verstummt, dass er unbedingt den Titel haben muss. Muss er nicht. Ja, nee, ich meine gar nicht mit Titel gewinnen. Ich meine halt eher mal so ein Match halt, weil das sind halt so Danielson, Copeland, das sind halt Leute, die kannst du jederzeit, sag ich mal, wenn du jetzt gerade mal einen Contender brauchst und du hast keinen, kannst du jederzeit glaubwürdig reinwerfen, so. So wie du es ja mit Bryan Danielson machst, so. Das, ja, das ist okay, ja. Dann habe ich das falsch verstanden. Nee, gewinnen müssen die nicht, weil ich finde, da hast du andere Leute, sag ich mal, die das eher brauchen, sag ich mal, und die sich dafür anbieten, als jetzt, ohne jetzt disrespektiv zu klingen, aber als jetzt die alternden Danielson und Adam Copeland. Wie gesagt, gar nicht disrespektierlich gemeint jetzt, aber da gibt es andere. Aber wie gesagt, sag ich mal, ins World-Title-Rennen kannst du die halt immer mal schieben, wenn es halt gerade nötig ist. Ähnlich wie so ein Joe oder so. Also Joe fällt da für mich genauso rein. Dem hast du jetzt mal den Titel gegeben und wie gesagt, da reden wir später noch drüber, aber der hat es halt gut gemacht, so die Zeit. Und das könntest du jetzt halt wirklich, sag ich mal, wenn du solche Leute im Roster hast, wenn du jetzt wirklich gerade mal eine Misere hast durch Verletzungen oder sonst was oder Storys, die unterbrochen wurden, dass du mal sagst, komm Daniel, komm Adam, nimmst du mal 2 Monate den Titel, hilfst uns damit, dann hast du jetzt auch dich mal hier in die Historie eingetragen und dann ist auch wieder gut so. Wie gesagt, und dafür finde ich es völlig okay. Ja, da hast du recht. Ich würde eine Sache würde ich noch sagen zum Match tatsächlich. Ja. Ich fand die beim Finish, die Kameraperspektive fand ich irgendwie ungünstig, weil die hat so. Ja, die hatten Malakai Black von hinten quasi gefilmt. Dadurch habe ich zumindest beim Schauen erstmal gar nicht richtig gesehen, dass er diesen Nebel da irgendwie gespürt hat. Da war also quasi genau so, dass Adam Copeland vor Malakai Black stand. Das heißt, für mich sah es aus, irgendwie
Copeland stürmt halt los zum Spear und bleibt halt einfach stehen vor Malakai Black. Und ich war erstmal sehr, sehr irritiert grundsätzlich, warum. Ja, und gut, ich habe dann auch nur gesehen gehabt, dass er dann die Arme hochgezogen hat und dann war ja schon klar dann, was es halt war. Aber es war nicht gut getimed, ja. Naja, also wie gesagt, ich fand die Perspektive einfach komisch. Wie gesagt, so von der Seite jetzt ist, glaube ich, besser gesehen als so eine Perspektive, wo der eine den anderen verdeckt. So, ich habe irgendwie erst gedacht, irgendwie so, für mich sah es im ersten Moment so aus, wie gesagt, als ob Copeland einfach so stehen bleibt, als ob man da schon jetzt eine Story beginnt nach dem Motto, okay, das war schon so ein Swerve von ihm irgendwie und er turnt jetzt irgendwie, deswegen war ich sehr irritiert, aber es war ja dann doch der Mist. Also, wie gesagt, Kleinigkeit, aber ist mir halt irgendwie aufgefallen beim Schauen. Ja. Hat sich ja in der Wochenshow schon so angedeutet gehabt. Ja. Als Malakai Black da auch schon vor ihm stand und halt, ja, das Zeug hat einfach nur aus dem Mund laufen lassen, so. Ja, genau. So ungefähr, ja. Also, nee, also ich war gut unterhalten. Ich meine, was halt immer witzig ist, diese Six-Man-Tech-Team-Matches sagen mir meistens mehr zu als normal Tag-Team-Matches. Da gehe ich mit. Und es ist mir manchmal auch vollkommen egal, wenn jetzt, sag ich mal, hier ist ja eine Gruppierung gegen eine zusammengewürfelte. Das hat man ja sehr oft bei All Elite Wrestling. Aber ich finde manchmal die Konstellation halt einfach witzig. Halt auch die drei, die sich jetzt zusammentun, wie Adam Copeland und Eddie Kingston und auch Mark Briscoe. Oder wie es ne, Sting und Darby Allin manchmal halt hatten, dann auch mit Adam Copeland zum Beispiel. Ich mag das eigentlich ganz gern, immer mal so auf einer Karte zwischendurch. Also, ich finde das auch okay. Also wie gesagt, als Match, ich kann da gegen das Match als solches nichts sagen. Wie gesagt, ich finde es halt nur so schade, dass das oft, dass House of Black so gefühlt für diese, sage ich mal, so ein bisschen random Six-Man-Tag-Team-Matches herhalten muss einfach. Ja, schauen wir mal. Wir sind der Meinung, es wird wahrscheinlich eine Story zum Laufen gebracht. Und gucken wir mal. Ich muss ja auch immer noch mal nebenher erwähnen. Also, Dynamite als Wochenshow ist wirklich gut. Sehr gut. Aber Collision packt mich ja seit Monaten, schon seit letztem Jahr, also seit einem halben Jahr, komplett immer ein bisschen mehr als Dynamite, muss ich ehrlich sagen. Also, die Wochenshows von All Elite Wrestling finde ich wirklich top. Wollte ich halt einfach nochmal so dazwischen schmeißen. Ja, also. Wenn wir uns schon immer so unterhalten. Ich kann da wenig zu sagen, weil ich halt die Wochenshows nie komplett schaue, sondern immer nur so Cherry-Picking, mal so einzelne Matches oder Segmente, die mich interessieren, sag ich mal. Deswegen verschwimmt da halt in meinem Kopf auch ganz, ganz viel. Ich finde es halt angenehm, dass man so, ich weiß nicht, ob das Collision oder Rampage ist, dass man so eine Show hat, so ein bisschen, wo dann auch, sag ich mal, so die Leute in der zweiten Reihe auch so ihre eigenen Stories und sowas bekommen irgendwie. Ich glaube, das ist eher Rampage dann, wo dann halt, keine Ahnung, so ein Brian Keefe, den ich persönlich sehr, sehr mag, dann halt auch durchaus häufiger mal zu sehen ist. Und wie gesagt, so die Fäden, die jetzt vielleicht nicht für den Pay-Per-View geeignet sind, die dann dort halt so ihre Bühne bekommen. So, das ist halt ganz cool, dass du halt bei drei Shows nicht immer dieselben Leute siehst, sondern da auch so ein bisschen Varianz hast und da halt auch mal, wie gesagt, Leute, die jetzt nicht in der vordersten Reihe stehen, ein bisschen zu sehen bekommst, die dann was zeigen dürfen. Bei Rampage, das lese ich halt meistens, schaue ich meistens nicht so. Aber ich finde halt, dass die Aufteilung zwischen Dynamite und Collision ist sehr gut gemacht, schon seit Monaten. Auch was die Women's Division da betrifft. Wenn wir ja hier auch, sage ich jetzt einfach mal, zum nächsten Match kommen, dass wir halt hier mit Willow Nightingale, Julia Hart und TBS-Titel haben, da ist ja auch schon seit Monaten mit Statlander, Nightingale, Julia Hart, zwischendurch nochmal deine Lieblingswrestlerin. Da komm ich nachher zu, da mache ich einen eigenen Blog draus. Da möchte ich drüber reden. Aber erstmal das. Wobei aber das Match.
ey. Über das Match kann man eigentlich gar nicht so viel sagen, weil im Prinzip irgendwie war es ein glorifizierter Squash, sag ich mal. Was halt schade für Julia ist, deren, ja, wo man jetzt wirklich sagen kann, der Hype-Train, den sie eine kurze Zeit hatte, der ist so jetzt endgültig von den Gleisen runter, zumindest vorerst. Aber mich hat es irgendwie für Willow gefreut, die ich halt mag irgendwie. Und muss man ja schon sagen, das ist ja schon irgendwie was, dass du dann quasi einen Titel beim Pay-Per-View auf so dominante Art und Weise gewinnst. Ja gut, ich meine, jetzt nichts gegen Julia Hart, aber man hat auch hier gesehen, sie muss echt auch noch ein bisschen was draufpacken. Also ihre dritte gegen den Gegner regen mich am meisten auf, wo ich immer denke, sie tritt auf ein Kissen ein oder so. Das hat halt manchmal echt voll null Impact. Auch ist dieser Moonsault ein Move, den sie vielleicht mal ab und zu auspacken könnte. Aber als Finisher, nee. Gerade mit so einem düsteren Gimmick verstehe ich es halt nicht. Sie brauchen einen anderen Finisher auf jeden Fall. Also sie braucht auch ein paar Moves, die sie wie jetzt ein DDT oder so, aber was ein bisschen nach mehr Impact aussieht. Also sie wird noch dazulernen. Ich meine, sie ist immer noch 22. Ja. Also es ist schon ganz gut, was man mit ihr gemacht hat, was das Gimmick betrifft und alles drum und dran. Aber jetzt war es auch an der Zeit, auch dass man Willow die, sage ich mal, auch dazu gelernt hat, finde ich mittlerweile, auch immer besser geworden ist. Ja, das. Ich muss halt hier sagen, diese ganze Sache ging ja hier mit Anna Jay, Statlander. Auch hatten wir noch am Anfang des Jahres Thunder Rosa noch mit dabei und Willow Nightingale, die Julia Hart und noch die Outcast. Auch mit Ruby Soho und Saraya und Sky Blue besiegt haben. Dann hattest du ja auch noch mal Julia Hart gegen Anna Jay. Statlander und Nightingale, dann waren ja auch noch mal bei Revolution, ne? Mit Julia Hart gegen Sky Blue. Also sie wurden schon auch immer, was ganz gut ist, was Julia Hart auch immer ganz gut getan hat. Auch bei Rampage, das hatte ich mir auch angeguckt gehabt. Und auch bei Collision gab es ja auch noch mal gegen Trish Adora. Gar nicht, ob Trish Adora eigentlich fest jetzt bei All Elite ist oder nicht. Ich bilde mir ein, dass ich da so eine All Elite-Grafik gesehen habe. Also die müsste fix sein, wurde aber, glaube ich, jetzt auch eher so schwerpunktmäßig, glaube ich, bei Ring of Honor jetzt eher eingesetzt. Ah, okay, ja gut. Okay, aber es ist auch noch ganz gut. Ja, finde ich auch. Und ja, wie gesagt, so die ganzen Sachen, das Storyline-mäßig war jetzt nicht eine überkrasse Oh-mein-Gott-Story. Aber man hat es halt immer wieder ein bisschen weitergeführt und mal hier ein bisschen jemanden da reingeschmissen. So, dass es jetzt endlich zu diesem Match gekommen ist. Und so auch, dass dieser Sieg an Willow und Nightingale gehen musste. Er musste jetzt einfach sein. Also, wenn der Titel hier nicht gewechselt hätte, hätte ich es nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen. Aber man hat ihn hier wechseln lassen in kurzen Match. Willow hat Julia Hart auf jeden Fall dann schon dominiert, aber sie hat sich auch, muss man sagen, in alles reingeschmissen, was Julia Hart ihr so angetan hat. Also ne, vom Apron darunter fallen und über die Absperrung noch oder in die Absperrung rein. Also sie hat da halt auch alles gesellt, was Julia halt ihr so angetan hat. Das fand ich schon auch immer sehr gut. Da kennt Willow Nightingale ja auch nichts. Ja. Und 6 Minuten war auch okay. Ein Titelwechsel war auch okay. Wie gesagt, musste sein, weil es natürlich jemanden gibt, den du so toll findest. Die natürlich dann rauskommen musste in einem
Weiß ich nicht, trägt man so ein Kleid im Ring oder trägt man das so bei Grammy Awards oder WrestleMania-Veranstaltungen oder Oscar-Verleihung? Ich weiß nicht. Es ist scheißegal, Ja. weil es ist Mercedes Moné und die darf eben machen und was sie möchte und wann sie es möchte. Und das ist halt. Zum Match möchte ich nur noch ganz kurz sagen, ich fand auch, wir haben ja das ja in den vergangenen Podcasts immer wieder mal, wurde das mal erwähnt, dass Willow teilweise in ihren Power-Aktionen so ein bisschen sloppy wirkt. Ich finde, das war hier jetzt in dem Match nicht. Also ich fand so ihre Power-Aktionen, die wirkten hier alle angenehm wuchtig und stiff. Das mag auch daran liegen, dass da Julia Hart eine Gegnerin ist, die ja nichts wiegt, sage ich mal. Das hilft, glaube ich, halt auch. Aber ich fand die hier, also hier fand ich, wie gesagt, so dieser Powerhouse-Stil hat hier sehr, sehr gut funktioniert in dem Match von Willow. Und wie gesagt, hatte hier auch so angenehmen Wucht und Schmackes dahinter. So hat mir gut gefallen. Ja, und dann, wie gesagt, kommt das Match. Und wie gesagt, man muss dazu sagen, Nicole weiß schon Bescheid, weil wir haben vorher schon so ein bisschen geschrieben während des Pay-Per-Views. Und ich habe eigentlich, also bevor Mercedes Moné zu AEW kam, hatte ich gar kein Problem mit der Frau. Das Problem hat sich jetzt bei AEW entwickelt, weil gefühlt diese Story, diese ganze Geschichte jetzt mit Willow und Julia und den Titelgewinn, die wurde gefühlt eh schon komplett von Mercedes Moné überstrahlt. So, sie ist jetzt da und jetzt geht's um sie. Und alle anderen dürfen quasi so in ihre, quasi noch in ihrem Schatten sich so ein bisschen was abholen. So, und dann gewinnt Willow Nightingale diesen Titel auf einer Pay-Per-View-Bühne auf wirklich sehr dominante Art und Weise. Und man gibt ihr nach dem Match wie lange? 15 Sekunden, 20 Sekunden, um diesen Moment auszukosten, weil dann natürlich wieder Queen Monet rauskommen muss, um uns alle, den gemeinen Pöbel, daran zu erinnern, um wen es denn hier eigentlich geht in der Geschichte. Gott, fuckt mich das ab, wie mich das nervt. Wirklich, die Frau hat noch nichts geleistet bei AEW. Ich glaube, die hat auch noch kein einziges Match bei AEW bestritten, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Nein. Genau. Und ich Nee, bin ich jetzt. weiß nicht, wie sehr sie schon fit ist oder ob man immer noch wartet. Keine Ahnung. Ja, ist mir auch scheißegal. Fakt ist, die Frau hat noch nicht ein einziges Match bei AEW bestritten. So, und ich bin jetzt schon im Punkt, wo ich sage, bitte verpiss dich zurück zur WWE, ich will dich schon jetzt nicht mehr. Weil es mir krass auf den Sack geht, die ganze Darstellung und wie sie halt so alles überstrahlt. Und das Theme ist auch noch scheiße. So wirklich, mit diesem Kack-CEO-Chant, damit auch der letzte Idiot in der Halle rafft, ah, jetzt muss ich mitbrüllen. Wirklich, fuck off. Mach du mal, ich muss mal kurz eine Papiertüte atmen, um mich zu beruhigen. So. Das Problem bei ihr ist, glaube ich, immer, und das war es schon immer, das war es ja bei mir auch teilweise, auch in der WWE, sobald sie als Face auftritt, ist es scheiße. Es geht einfach nicht, weil sie ist kein Face, kein Nee. Natural Face in dem Sinne. Sie muss eigentlich gleich als Heel da antanzen. Gut, ist natürlich dann immer schlecht, wenn du jemand Neues halt da hast. Aber ich hoffe, das ändern sie bald, weil das geht halt so nicht. Ja, aber sorry, bei Okada haben sie es doch auch gemacht. So. Ja, ja. Und Okada, es tut mir leid. So, nichts gegen Mercedes Moné und ich kann verstehen, warum man die verpflichtet hat. Die bringt eine Menge mit, sage ich mal, sowohl als Charakter als auch so an so Glamour und Scheinwerferlicht. Ich verstehe das alles zu 100%, sage ich mal. Aber ich sag mal, sorry, Okada ist trotzdem wesentlich größerer Star im Wrestling und ein größerer Name. So. Ja, Und da hat das man ja auch Problem, gesagt, was den du bringt man. aber vergisst, Okada hat nur New Japan-Fans, die er mitbringt. Eine Monet bringt die Hälfte der WWE-Fans mit, Ja. plus die aus dem Film, die sie gesehen haben, plus alles, was sie macht. Monet bringt halt natürlich viele, viele Fans Ja. mit, die nur wegen ihr einschalten. Ja, und die schalten da Das. jetzt ein und sehen, ist scheiße und schalten wieder ab. Nein, 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 das nicht. Wir müssen ja hier dazu sagen, dass es zur Fehde kommt gegen Willow Nightingale, wer es halt noch nicht mitgekriegt halt hat. Willow Nightingale hatte, wo war das? Bei New Japan Strong, Strong, glaube ich, genau. war das Match gegen Monet und da hat sich ja Monet verletzt. Also man spielt es jetzt halt schon so auf, dass Willow Nightingale dran schuld ist. Dass sich ja, Monet verletzt hat und so lange ausfällt. Saraya gefällt das wahrscheinlich. Und deswegen kommt es jetzt halt da zu der Fehde. Ich muss aber auch sagen, gut, dass man sie erst da parkt, weil ich hätte sie nicht gerne gleich, wo wir später noch dazu kommen,
um den höheren Titel gerne gesehen. Ne? Das hat mich, glaube ich, noch mehr abgefragt. Wenn du ja, Tony hast. Hätte ja auch sagen können, hier, Tony, ich komme, aber nicht wegen diesem komischen TBS-Titel. Ich will da den anderen. Das ist erstmal ganz okay. Stell dir mal vor, die hätte man jetzt, also du hast mit Tony Storm jetzt endlich wirklich einen richtigen Star in der Women's Division aufgebaut. Stell dir mal vor, die hätten jetzt direkt Tony zum Fraß vorgeworfen. Ich glaube, da wäre ich nicht mehr drüber hinweggekommen. Das ja, wie gesagt, deswegen finde ich es ja auch so ganz okay, weil Tony Storm, es muss, also kommen wir ja später noch dazu, auf wen ich da noch warte, wer da reinkommen sollte, da soll sie erstmal wegbleiben. Soll die Fehde jetzt mit Nightingale machen und ich hoffe auf einen Turn. Ja, also, bitte. Willow Nightingale ist Face schlechthin, bringt die Leute ja auch immer dazu, haben wir ja auch schon öfters gesagt, mitzugehen und mitzuklatschen und auch immer bei ihr zu sein, ne? Und man unterstützt sie ja auch. Von daher mal sehen, wie die Feder jetzt da weitergeht. Es wird Willow Nightingale gegen Mercedes Moné kommen. Mal schauen, wie man es aufbaut, wie man es enden lässt. Mal abwarten. Von daher würde ich sagen, haben wir hier den TUS-Title halt ja auch schon abgefrühstückt. Genauso schnell, wie das Match eigentlich auch ging, so ungefähr. Mhm. Ja, so ist das, so ist das. Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, man hat alles gut gemacht. Und da kann ich jetzt nicht Schlechtes dazu sagen. Also ich fand es halt noch ganz süß, weil Stokely Hathaway und Chris Statlander halt noch zu Willow in den Ring gestiegen sind und sich dann alle umarmt haben. Und ja. Sie haben halt den Best Friends-Jubel gemacht, ne? Mit den von beiden Seiten kommen und die Umarmung, fand ich ganz interessant. Ja, ich sag ja, Moné, man hätte vielleicht Moné gar nicht rauskommen lassen müssen. Man hätte, wie heißt er? Oh Gott. René. Ne? Man hat ja Moné schon während dem Match bei dem berühmten Bildschirm im Backstage-Bereich gezeigt. Also hätte man René Paquette die nach dem Match einfach mal dahin schicken lassen können und hätte sagen können, so, ne, was sagst du dazu? Und dann hätte Moné sagen können, also, ich werde Willow zu einem Match herausfordern. Dann hättest du dir das ersparen können, dir das anzusehen. Von mir aus setz sie halt, wenn du sagst, du willst sie bei der Show dabei haben, was ich ja verstehen kann, du hast aber kein Match für sie oder sie kann noch nicht wrestlen. Ey, von mir aus, dann setz sie halt in der Zero Hour mit an dieses Pult oder sowas. So, lass sie da halt mitreden oder spiel da, mach da von mir aus einen Einspieler, sag ich mal, aber gib doch Willow zumindest diesen Moment und lass halt nicht völlig dieses, also tut zumindest so, als ob es in der Geschichte auch ein bisschen um Willow geht, irgendwie nicht klar machen, ja. Sie ist nur da, weil jetzt Moné da ist und die diese Story um sie ja zu Ende erzählen willst. Das nervt mich halt einfach so sehr. Man hat es ja jetzt eh schon gesagt, anscheinend Double or Nothing, ne? Ja. Also ging ruckzuck. Also, ja. Warten wir mal ab. Ja, oder lass sie zumindest erst die Rampe hochgehen und dann soll Moné da halt oben stehen und ihr irgendwie kurz zunicken oder sowas, geht ja auch alles klar. Aber wie gesagt, so wie es gemacht wurde, hat es mich halt ganz enorm gestört. Wie gesagt, weil es halt diesen Moment, also du hast halt wirklich diesen Titelgewinn im Prinzip keinerlei Raum zum Atmen gegeben. Und das nervt mich halt so extrem. Stimmt schon. Das kann ich nachvollziehen. Und wie man einen guten Titelwechsel macht, das haben wir an dem Abend auch später gesehen, sag ich mal, der auch wirklich Raum zum Atmen hat. So. Das, aber wie gesagt, da kommen wir später zu. Ja, beim nächsten Match gab es nichts mit Titelwechsel. Nee, das ist richtig. Schade, aber auch verständlich. Nee. Genau, wir haben nämlich das Match um den, jetzt muss ich selber kurz schauen, um den International Title. Ey, wirklich, AEW hat so viele Titel, ne? Gerade in der Midcard. Das ist halt völlig absurd. Ich muss jedes Mal, wenn ein Titelmatch ist, Vor allen Dingen im Opener den Continental Titel und hier den International Titel. Das weiß ich nicht. Ich finde, das ist auch viel zu viel, sage ich mal. Jeder rennt da irgendwie mit einem Midcard-Titel rum und es ist alles völlig egal, aber gut.
Wie gesagt, wenn du so ein riesiges Roster hast, dann musst du das vielleicht auch machen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier das Match um den AEW International Title. Roderick Strong gegen Kyle O'Reilly. Und Nicole, wenn ich das, was du mir geschrieben hattest, während bei dem Schauen richtig interpretiere, warst du da nicht so richtig drin in der Geschichte? Nee. Ja, obwohl ich Roderick Strong mag, also bei NXT mehr, aber er zündet für mich nicht bei All Elite Wrestling. Ich kann mit ihm wie ganz am Anfang mal zu seiner Zeit irgendwie nichts anfangen. Also in ringmäßig natürlich schon. Ne? Auch Kylie O'Reilly. Aber die Story an sich hat mich null angezündet. Ich war null invested. So. Es war ein gutes Match, klar. Aber Emotionen gab's bei mir bei den beiden irgendwie null. Bei dir schon? Von der Story her, oder? Nicht von der Story. Also ich sag mal, die Emotionen kamen durch das Match, was ich wahnsinnig gut fand, was halt auch ein Stil ist, den ich sehr, sehr mag. Ich meine, bei Roderick Strong gehe ich tatsächlich nicht mit. Ich finde den tatsächlich das erste Mal so gut bei der WWE, habe ich nicht erlebt, weil ich kein WWE schaue, aber ich finde den tatsächlich das erste Mal in seiner Karriere nicht nur als Wrestler cool, sondern auch als Charakter irgendwie spannend. So als dieser Ed-Heel, sage ich mal. Ich mag das, sage ich mal. Und auch dieser Look mit dem Schnorris irgendwie, das passt ganz gut zu ihm und das gibt ihm tatsächlich irgendwie was. Ja, gleichzeitig muss ich halt schon sagen, ja, die Story war halt das Problem und das haben wir auch im Vorgespräch schon so ein bisschen gehabt oder da habe ich das gesagt. Wie gesagt, ich finde, dass AEW oft Probleme hat im Timing, dass Storys entweder viel zu lange gehen oder halt viel zu schnell abgefrühstückt werden und das finde ich ist so ein Beispiel. Kyle O'Reilly kam zurück irgendwie, dann gab es so diese ersten zarten Anbandungen wieder mit Roderick Strong und seinen alten Stable-Gefährten und ja, ich meine, im Endeffekt wusste jeder schon, wo es hingeht, dass, sage ich mal, dass das dann irgendwann, sag ich mal, dass die sich wahrscheinlich nicht zusammenfinden werden, sondern irgendwann gegeneinander gehen können werden. Aber das ging halt gefühlt wieder alles viel zu schnell irgendwie. Das war halt innerhalb von ein paar Wochen war das abgefrühstückt und jetzt gab es halt dieses Match und deswegen hat da auch im Match von der Story her so ein bisschen die Emotionen gefehlt. Wie gesagt, für mich hat das Match trotzdem funktioniert, weil halt, also Roderick Strong ist halt über jeden Zweifel erhaben wrestlerisch und Kyle O'Reilly gehe ich halt sogar so weit zu sagen, dass das einer meiner Lieblingswrestler ist. So, da draußen, weil ich liebe diesen Kick- und Striking-basierten Stil. Ich liebe die Energie, die er einfach mitbringt und wie gesagt, diese Dynamik und Intensität, der, also wie gesagt, ich war damals wahrscheinlich der einzige Mensch, der sich gefreut hat, als er damals bei Ring of Honor Adam Cole endlich den Titel abgenommen hat. So, was ja nicht so gut ankam, weil damals gefühlt bei Ring of Honor gab es außerhalb des Bullet Clubs nichts anderes, was irgendwie ankam. Aber wie gesagt, ich habe mich da damals riesig drüber gefreut. Und das Match hat, finde ich, geliefert. So, das war ein richtig geiles, knackiges, technisch sauberes und wirklich stiffes Match auch. So genau das, was ich, so die Art von Wrestling, die ich halt liebe. So, diese, also da war noch geiles, also da war noch geile Konter drin. Dieser Flying Knee, den Roderick Strong in den Backbreaker kontert, fand ich richtig geil. Wie gesagt, das Match war trotz seiner Stiffness unfassbar clean, fand ich. Also das war extrem sauber gerestelt. Ich glaube halt, Roderick Strong ist aktuell wirklich so in der Form seines Lebens, also auch körperlich, sag ich mal. Da ist ja kein Gramm Fett mehr an dem Mann dran. So, und das siehst du halt einfach auch, dass der halt in unfassbarer Form ist. Im Gegenzug fand ich O'Reilly, finde ich, merkst du, an dem fehlt noch ein bisschen die Spritzigkeit. Also den fand ich in manchen Situationen, habe ich mir gedacht, na, früher hättest du das nochmal mit so diesem Ticken mit diesem Ticken mehr Dynamik durchgezogen. Glaube ich, kannst du ihm aber auch nicht vorwerfen, so lange wie der raus war nach dieser schweren Verletzung, dann die Infektion, die er sich nachher zugezogen hatte, etc. Also da kannst du das, glaube ich, auch nicht verlangen, dass der schon auf seinem besten Niveau wieder ist. Aber wie gesagt, trotzdem, das Match fand ich halt unfassbar gut. So, also nicht unfassbar gut, aber das hat mir zumindest wahnsinnig gut gefallen. Fand ich auch, also ich war jetzt tatsächlich überrascht, als ich gesehen habe, dass dieses Match 17 Minuten ging. In meinem Kopf war das deutlich kürzer und das ist, finde ich, immer ein gutes Zeichen für ein Match. Ja, gut, der Messiah of the Backbreaker. Die Backbreaker sind schon halt immer. Ja. Egal in welcher Situation, die holt er ja überall raus. Also, ja. Das ist schon unfassbar, muss man auch wirklich sagen. Also ich sehe auch, es hat natürlich eine ziemlich hohe Wertung und das auch zu Recht. Wie gesagt, beim Ende des Matches vielleicht, Jesus, Adam Cole kann wieder laufen.
Ja. Das ist auch eine meiner Notizen. Cole ist wieder auf den Beinen. Ja, aber ich war, da war ich ja schon, als er reinkam mit dem Rollstuhl, ich war ja schon gespoilert. Weil ich hatte, weiß ich gar nicht, vor einer Woche oder so. Irgendwo auf Twitter gab es dann schon ein Bild, dass er laufen kann ohne Ja. Krücken und sonstiges. Also es war für mich da jetzt nicht neu. Aber gut, meinem privaten Leben wahrscheinlich wird es irgendwann eine Situation geben, wo er da keine Krücken mehr benutzt hat. Und irgendjemand hat dann ein Bild geschossen. Und so. Aber okay. Sage ich mal, dass die Story jetzt auch ein bisschen da durchgehangen hat, lag natürlich auch an Adam Cole. Natürlich, ja. Hier muss man aber sagen, ich habe mich natürlich schon erst gewundert, was will Wardlow eigentlich da im Match, weil es war jetzt nicht so sehr brenzlig, dass er hätte erscheinen müssen. Ja, wollte eingreifen, ne? Steigt aufs Apron und der Referee sieht's und sagt, ja, nee, hau mal ab. Und Strong gewinnt clean eigentlich dann das Match. Also, ne? Ohne Eingriffe und nix Ja. hat er ganz normal gewonnen. Danach, Schade für O'Reilly fand ich das tatsächlich, wie unbedeutend ja. der dann eigentlich doch in der ganzen Geschichte war. Ne? So das Match verloren und danach hast du ihn auch nicht mehr gesehen. So, das, wie gesagt, fand ich Ja. schon ein bisschen schade für ihn auch. Danach, ja gut, hat man ziemlich gut durchblicken lassen. Adam Cole hat nicht so nette Blicke für Wardlow übrig gehabt, der es aber nicht gerafft hat anscheinend. Oder nicht raffen wollte oder so getan hat, als würde er es schon merken. Aber es interessiert ihn nicht. Ja, keine Ahnung, was man da draus noch macht, aber es muss eigentlich da draus hinauslaufen, dass man halt Wardlow rauskickt oder er selber sagt, so, ich habe keinen Bock auf euch, ich brauche euch nicht, weil er ist der Einzige, der halt wirklich nicht da reinpasst, ne? In die Ja. Gruppierung. Ja, und der ja schon Macht wieder gescheitert ist, so irgendwie. Ich Sinn. meine, das war ja so die Versprechung und jetzt machen wir aus Wardlow und jetzt schöpfen wir sein Potenzial aus. Dann hat er diesen Title Shot gegen Samoa Joe bekommen, irgendwie aus dem Nichts. Hat das Ding verloren und danach war er halt wieder in Rekordzeit wieder zurück in dieser Henchman-Rolle, die er damals schon für MJF hatte. Und ich finde es irgendwie, also ich finde es einigermaßen ein Armutszeugnis für AEW, dass man jetzt schon wieder nichts anderes für Wardlow hat, als außer so eine erst in der Henchman-Rolle und muss da irgendwie raus, sage ich mal, ist dann irgendwie selber nicht zufrieden oder sein Stable ist nicht mit ihm zufrieden und er muss sich da irgendwie emanzipieren. Also, weil ich finde, der Mann bringt eine ganze Menge mit irgendwie und dass er jetzt schon wieder in so einer Rolle hängt, in so einer ähnlichen Story, ja, ich finde es schräg irgendwie. Ja, ich habe halt auch keine Ahnung, was man da jetzt noch machen will mit ihm oder wartet, bis MJF zurück ist und da noch irgendwas kommt oder. Na. Na, müssen wir abwarten. Komisch, ist aber so. Ja, Ja, kannst haben nichts wir. machen, Ich aber. denke mal, wahrscheinlich war da mit Sicherheit ja auch was ganz anderes geplant, aber natürlich dann durch die Verletzung MJF und Adam Cole. Ja, ist er wahrscheinlich jetzt wieder auf der Seite gewesen. Wir können nicht mit dir weitermachen, weil die anderen beiden sind verletzt. Ja. Denke ich mal. Ja, das wird wahrscheinlich auch so sein, sag ich mal. Aber es ist halt, wie gesagt, ein bisschen schade für ihn. Also, wie gesagt, finde ich bei AEW, dass es zeigt auch, sag ich mal, dass da so im Kreativbereich vielleicht nicht alles perfekt läuft. So, du hast halt so deine, klar, du hast so deine Pläne und sowas alles, aber ich finde halt so dieses Retten oder dieses Umbauen, wenn Pläne aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren, das kann AEW nicht. Wie gesagt, dann versucht man entweder die Stories, die man sowieso geplant hat, irgendwie noch ewig lang zu strecken. Bis man so weitermachen kann oder man lässt es halt komplett fallen irgendwie. Und wie gesagt, da finde ich halt so, dass da diese Flexibilität irgendwie auf Situationen zu reagieren einfach noch nicht so richtig da ist. Und ich kann durchaus sein, dass da Wardlow eines der weiteren Beispiele ist. Wie gesagt, der halt irgendwie, ja, so ein bisschen Ja, runtergefallen ist, dadurch, dass halt erst Cole ewig lang verletzt ist, dann MJF ewig lang ausfällt. Wie gesagt, da kannst du auch keinem Vorwurf machen, aber dann gibt dem Mann halt irgendwas anderes zu tun. gut, aber das irgendwie andere ist wahrscheinlich von anderen schon besetzt und dann kannst du ihn schlecht reinschmeißen. Also ich meine, jetzt mit Joe hat man es ja ganz gut geschafft, dann das mit MJF abzulösen. Manchmal ist es halt so, dass dann einer doch sehr leiden muss, weil
alle anderen sind in Storylines und du kannst ihn nicht mehr da reinbucken. Ja, aber es ist doch so. Weil es dann auch wieder komisch aussehen würde halt. Ja, aber es ist doch so einfach. Dann gib ihm eine Story, dann sag halt, okay, ich habe jetzt hier den World Title Shot, hat nicht geklappt, aber dann zeige ich jetzt hier, bis ich den nächsten bekomme, das ist nur eine Frage der Zeit. Bis dahin zeige ich, dass ich hier das Alpha-Monster von allen bin. Und dann packst du ihn von mir aus jede Woche ein Match gegen einen anderen, gegen so ein anderes Monster irgendwie. Dann packst du ihn eine Woche gegen Lance Archer, dann packst du ihn in der nächsten Woche gegen Powerhouse Hobbs so irgendwie und du hast ja da so einige Big Men, sag ich mal, und lässt ihn da, weißt du, dann hast du jede Woche wird Fleisch geklopft, so du stellst ihn gut da und hast ihn irgendwie trotzdem präsent in den Shows, ohne irgendwie eine Story dabei zu stören. So, also wie gesagt, aber dass er halt nur so wie treu doof irgendwie mitläuft die ganze Zeit, ich find ihm das halt auch ein bisschen unwürdig und gegenüber noch MJF das unwürdig. Ich meine, erinnere dich mal, die Emanzipation war halt irgendwie, dass er halt MJF, der dann halt irgendwie über ein Jahr lang diesen Titel getragen hat, komplett vernichtet hat. So. Das war halt ein dreiminütiges Squash-Match irgendwie mit 15 Powerbombs irgendwie und wie gesagt, dass der jetzt halt wieder so einfach so still mit so einem Stale mitläuft irgendwie so und da die Drecksarbeit macht, ja. Weiß nicht. Wie gesagt, es fühlt sich halt wie ein krasser Schritt zurück an und das stört mich halt einfach. Ja, ich bin mal gespannt, wie man es halt mit ihm wieder rumgebogen bekommt. Mal abwarten. Ja, oder ob man es überhaupt rumgebogen. Vielleicht liegt es ja auch an ihm. So, vielleicht bin ich ja auch im Unrecht, sage ich mal, dass ich irgendwie den Mann so mag und feiere irgendwie. Vielleicht reicht es halt bei ihm einfach nicht für mehr. So, vielleicht muss man einfach sagen, ja, okay, man hat es probiert mit Wardlow, aber ihm fehlt dann einfach so das letzte, so die letzten 10%, um halt wirklich ein Star zu sein. Ja, ich finde den auch ganz gut, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich ihn unbedingt sehen wollen würde. Und den irgendwo reinpacken würde. Das würde mir jetzt echt nicht einfallen. Nee. Ja, wie gesagt, das wäre halt vielleicht jemand, wenn du jetzt sagen, wenn du jetzt nicht gerade die Story zwischen Copeland und Malakai Black hättest, wäre das zum Beispiel jemand, die nicht mehr jetzt muss ich wieder überlegen, wie heißt der Titel? Nicht TBS-Titel, das ist der von den Frauen, sondern TNT-Titel. TNT. So, wo den du dort halt vielleicht hättest reinpacken können, aber wie gesagt, das ist jetzt halt auch gerade besetzt wieder, so. Schwierig. Naja. Jetzt kommen wir noch zu irgend so einem komischen Titel, der eigentlich keine Relevanz hat. Der auch gerne verschwinden kann, ja. Hoffentlich tritt Jericho in die Tonne, dann holt er sich zurecht ein Lied ab, die und sich jetzt ich hier. Ich wollte gerade sagen, und viele Fans würden hoffen, dass er den Titel zusammen mit ihm selbst in die Tonne haut. So, dass beide gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten und niemals zurückkommen. Und ich würde mich auch nicht drüber beschweren, wenn ich ehrlich bin. Ja, wir haben Hook gegen Chris Jericho um den FTW-Titel. Ja, und ich sag mal, bevor wir anfangen mit dem Match, um mal die Diskrepanz zu verdeutlichen, sage ich mal, was ich mir bei meinen Notizen hier aufgeschrieben habe. Da steht nämlich als vorletzter Punkt bei meinen Notizen, überraschend gutes Match. Die Community hat es etwas anders gesehen im Internet, kann man sagen. Ja, also die Wertung hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, 3,83 bei Cage Match. Leute, bewertet das Match. Aber bewertet nicht jetzt, dass ihr Chris Jericho nicht mehr sehen könnt und daraufhin das Match. Weil diese Bewertung betrifft auch Hook. Ja. Ja. Also, wenn ich Chris Jericho damit schaden will, ihr schadet damit Hook. Auch, weil das fließt auch in seine Statistik rein, dass er anscheinend ein beschissenes Match hatte. Und das war es ja nicht. Ich würde sogar behaupten, du schadest Hook damit deutlich mehr als Jericho, weil Jericho wird das in der Phase seiner Karriere ziemlich scheißegal sein. So. Das ist richtig. Also ich muss sagen, bei den Go Home, Jericho, Go Home, habe ich erstmal angehalten und habe gedacht, höre ich da gerade richtig? Dann wird zurückgeschult und dachte so, okay, die schreien wirklich Go Home, Jericho, Go Home. Danach folgte noch Please Retire. Da habe ich gedacht, jetzt wird es aber wirklich hart. Weil damit zerstört man auch das Match während einer Live-Show und man schadet damit auch Hook. Ne? Also kann die Zuschauer verstehen, wenn sie Chris Jericho alle nicht mehr sehen wollen, dann boot den halt aus.
Schreibt ihn halt auf Twitter an. Ich meine, er antwortet ja wahrscheinlich eh nicht oder so. Das ist richtig. Aber das sind alles keine guten Sachen halt. Also zu dem Match an sich, ich würde sagen, es war wirklich gut. Und auch Jericho hat alles gemacht, damit Hook gut aussieht. Man darf nicht vergessen, dass Hook keinerlei Erfahrung hat im Indie-Bereich. 0,0. Er ist einfach hier bei All Elite Wrestling aufgetreten. Dass er so ein Match gegen Chris Jericho, der ihm auch dabei hilft, so ein Match zu zeigen, was wirklich gut war, ist für Hook sehr hilfreich. Es ist nicht hilfreich, was dann die Fans halt aus dem Match dann halt machen, weil sie halt solche Chance halt ins Match reinwerfen. Es ist gut, dass Chris Jericho dieses Match gewonnen hat, weil es ist gut, dass Hook diesen beschissenen Titel endlich weg hat und dass er endlich dann jetzt alleine laufen kann, ohne diesen dämlichen Titel andauernd in der Hand zu haben, der 0,0 Nährwert hat, noch nie hatte. Ein dummer Titel. Und ja, Chris Jericho könnte jetzt laut Charakter das Ding wirklich nehmen. Und ja, Medusa oder wie heißt sie nochmal? Alundra Place, einen schönen Gruß senden und sagen, guck mal, ich nehme ein gutes Beispiel an dir. Ich drehe den Titel jetzt in die Tonne, weil braucht kein Mensch. Ja, also ich fand das Match gut. Ich fand auch den Titelwechsel gut. Wie gesagt, das tut Hook gut. Ob die Fehde jetzt damit beendet ist, keine Ahnung. Ich hoffe es. Also das Schlimmste, was jetzt daraus entstehen könnte, wäre halt wirklich, dass es jetzt ein Rückmatch, dass da jetzt irgendwie noch ein Rückmatch aufgebaut wird, damit Hook sich diesen Titel zurückholt. Weil ich auch so das Positivste für mich und wie gesagt, ich fand das ist jetzt kein überragendes Match, aber für das, was es war, fand ich es auch grundsolide. Es war echt ein sehr solides Hardcore-Match, wo halt beide das gemacht haben, was sie halt können. So. Und das war völlig okay, sag ich mal. Ich fand, das hat sogar ein paar richtig deftige Spots gehabt. Dieser T-Bone-Suplex nach draußen durch den Tisch gegen Jericho, sag ich mal. Da habe ich gesagt, Respekt, dass der Mann halt noch so einen Spot nimmt, sag ich mal. Und ich muss dazu sagen, ich bin auch kein Jericho-Fan. Ich bin auch eher einer von denen, die sagen, also wenn ihr den nicht mehr sehen könnt, ich konnte den vor 2 Jahren schon nicht mehr sehen. Ich kann den aber auch schon nicht mehr sehen, seitdem ich weiß, dass der Typ halt Trump-Supporter ist und seine Frau halt fröhlich beim Sturm aufs Kapitol dabei war. Also seitdem will ich den Mann eigentlich schon in keiner Liga mehr sehen, die ich verfolge. So. Aber der Weg halt irgendwie des Protests ist da sicherlich der falsche. Also da kann ich mit den Chants dann definitiv noch eher leben, als mit den beschissenen Bewertungen, bloß weil Jericho halt dabei war. Wie gesagt, damit schadest du eher Hook als Jericho. Aber wie gesagt, das Schlimmste wäre halt, wie gesagt, dass man jetzt dann, dass die Fehde weitergeht, damit er sich diesen Titel zurückholt, weil ich bin, das Positivste an dem ganzen Ding für mich ist halt, dass Hook jetzt einfach diesen Bremsklotz an seinem Bein los ist, in Form dieses wertlosen Titels. So. Ich bin generell nie Fan von irgendwelchen Stories, dass irgendjemand einen Titel mitbringt und sagt, ich bin jetzt hier der Champion und ihr müsst mich jetzt müsst ihr mich besiegen. Ich finde das immer scheiße. So, wie gesagt, das fand ich jetzt mit dem FTW-Title fand ich das scheiße. Ich fand das bei TNA schon scheiße oder bei Impact, als Moose hier den alten TNA-Title zurückgebracht hat und gesagt hat, ich bin jetzt hier der echte Champion. Ich fand sogar damals schon in der Retrospektive den Million-Dollar-Championship scheiße. So, ich, wie gesagt, solche. Nein, der war gut. Naja, solche Storys, es nervt mich immer so. Ich bin auch der Meinung, die kann man nicht gut machen. So, es nervt immer, weil es halt alle anderen Titel drumherum entwertet. Warum sollte sich irgendein Wrestler, sag ich mal, im Ansatz für so einen Titel interessieren? So? Ja, weil es halt ein Millionen-Dollar-Titel war mit echten Diamanten und so, hey. Ja, okay, aber sorry. In dem Fall, wie gesagt, dann würde Sinn machen, dann klau das Ding und bring's ins Pfandhaus. So, dann würde ich sagen, ja, okay, das macht Sinn. Ja, okay. Geh ich mit. So, aber doch nicht ein Titel, den ich auskämpfe. Ja. So, das ist dieser Segen. Also ich bin da sowieso kein Fan von, deswegen, wie gesagt, das Beste an der Sache ist jetzt, wie gesagt, dass Hook das Ding jetzt los ist und sich wirklich mit sinnvollen Sachen jetzt mal beschäftigen kann. So, du hast, wie gesagt, 15 Titel in deinen Shows. So, warum führst du noch einen? Das macht keinen Sinn. Der war ja schon zuerst da, die anderen wurden ja eingeführt. Aber das stimmt. Ich weiß schon, was du meinst. Ja, aber wie gesagt, dann lass Hook jetzt auf was Richtiges gehen. Dann lass Hook von mir aus jetzt gegen Roderick Strong gehen.
oder wen auch immer, sage ich mal, aber boah, dieses, wie gesagt, das Ding, das jetzt, wie gesagt, Jericho soll das Ding von mir aus im Müll werfen und dann ist auch gut, reicht dann auch so, wie gesagt, weil ich sehe nicht, was das Ding für eine Bewandtnis haben soll, wie gesagt, in der Liga, die eh schon viel zu viele Titel hat. Ja, 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 das ist richtig. Ah, kommen wir aber einfach mal zu einem richtigen Titel. Das ist richtig. Zu einem richtig guten Match. Wo AEW Women's Title Match, Toni Storm in Begleitung von Luther und Maria May gegen Thunder Rosa. Ja, wie fandest du es? Ich hatte dir ja noch geschrieben so, wow, die kriegen 15 Minuten. Ich habe alles gedacht, das Match geht ja alles noch, es wird ja alles länger und länger. Und war hochzufrieden mit dem Match. Auch, du hast ja auch gesagt, ja, klar, es war jetzt, Thunder Rosa bringt halt, so lange wie sie weg war, muss ich sagen, jetzt seit sie wieder da ist, wenn abgesehen von der Rückführung, wie sie zurückgekommen ist, die unterwältigend fand. Aber ich habe sie doch echt vermisst. Sie bringt halt ein ganz anderes Flair halt auch wieder rein in die Women's Division, die ein bisschen unberechenbar halt auch ist. Und sie ist gut im Ring. Was sie früher eigentlich nicht so war, aber das waren auch noch andere Zeiten. Aber sie spielt ihr Gimmick gut und allein, wie sie reingekommen ist mit der Maske und allem drum und dran. Und es ging ja noch in den Wochenshows darum, halt, dass Toni Storm ihr halt die Schminke halt so verschmiert hat und gemeint hat, hier bist ja eigentlich nichts ohne dein Facepaint und so, tralala. Thunder Rosa dann halt einfach die Maske abnimmt und Toni Storm ganz entsetzt guckt, weil sie diesmal überhaupt nicht mit Facepaint geschminkt ist und sich halt gedacht hat, so, du kriegst jetzt hier die wahre Planke, Thunder Rosa. Das war schon ziemlich groß, fand ich. Das hat mir schon den ersten Hype ein bisschen verbracht. Und wie gesagt, das Match war sehr gut, auch von Toni Storm, die auch jetzt mal mehr gezeigt hat, wie gut sie ja eigentlich auch im Ring ist. Und von daher war ich da hochzufrieden mit 15 Minuten, was die beiden sich da geliefert haben. Ja, Maria May war klar, dass sie versucht abzulenken, dass unsere Freundin Diana halt dann da reinkam. Und Maria May angriff und Thunder Rosa sich da irgendwie dann doch sehr ablenken lässt. Gut, kann man so hinnehmen. Das hat sie halt den Sieg gekostet gegenüber Toni Storm. Also ich hatte jetzt auch keine Bedenken, dass der Titel jetzt erstmal da wechselt. Also ich wäre erstaunt gewesen, wenn er gewechselt hätte. Aber ich weiß nicht, was mit Jamie Hayter halt, wie lange das noch dauert. Ich meine, wenn jetzt die Fehde Thunder Rosa, Toni Storm, ob sie noch weitergeht. Ich meine, Thunder Rosa könnte sagen, okay, Diana, du hast mich hier abgelenkt. Man könnte auch ein Three-Way machen. Bei Double or Nothing. Zum Beispiel zwischen Thunder Rosa, Toni Storm und Diana. Ja. Ansonsten wüsste ich erstmal nicht, wen man dann da noch mit reinschmeißen sollte. Weil von der Frauendivision hast du vielleicht noch Chris Statlin da, aber die ist jetzt auch wieder weiter nach unten gerückt. Die müsste sich auch erst wieder dahin arbeiten. Die ist auch gerade ganz woanders eingebunden eigentlich. Also. Ja. Ich meine, das Einzige, was ich vielleicht bemängeln müsste, ja, bei der Match, gab ja noch die diese
ja, als Toni Storm diese Ringabkleidung mit sich gezogen hat und der Referee, wer war es, wieder Rendsburg, ne? Ja, ich glaube schon. Rendsburg, ja. Ja, der sich dann umdreht und das wieder gerade rücken will. Ja, gut, Toni Storm nutzt das aus mit einem Low-Blow. Ja. Ja. Das ist immer komisch. Also finde ich immer sehr bei Frauen. Also ich weiß jetzt nicht, wie das anatomisch jetzt so ist, aber ich weiß nicht, ob dann Low-Blow so viel Effekt hat. So, deswegen. I don't know. Ich glaube nicht. Fand ich jetzt auch ein bisschen schräg. Vielleicht so. Auch weh, aber ist natürlich jetzt nicht so wie beim Menschengeschlecht. ja, und packt halt dann den Storm Zero noch aus und so konnte sich halt den Titel, Toni noch den Titel verteidigen. Die Stimmung war auch sehr gut, auch für das, dass das Match so lang ging. Das hat mich halt auch sehr gefreut, dass man aber auch hier, wie auch später bei noch der Zwiegespalten war. Also hier hat man schon gemerkt, das Publikum war für Toni Storm, aber auch für Thunder Rosa. Und die Chants waren eigentlich gleich laut und stark für beide. Ist aber auch eigentlich okay. Ich denke mal, das ist für die Frauen dann halt auch eine Bestätigung, dass sie halt auch endlich mal da Stimmung bekommen, was ich ja auch manchmal halt bemängel. Aber hier waren alle mit dabei und das hat mich eigentlich dann auch ziemlich gefreut. Wie gesagt, also Match gut, Low Blow, nicht nochmal. Ja, was fandst du an dem Match doch auch so gut? Ja, also ich fand, mir hat es auch gut gefallen, sag ich mal. Also hatte das bei mir auch aufgeschrieben mit einer Frage dahinter, bestes Match seit Storm den Titel hat. Und ich würde für mich schon sagen, ja, wahrscheinlich. Aus dem einen Grund, es war halt aus dem einzigen Grund schon mal, es war ein wahnsinnig sauber geführtes Match. Also da war jetzt keine Aktion drin, die sloppy aussah oder die irgendwie gebotscht wurde, sondern das war alles super sauber geführt. Und das gab es so gefühlt, irgendwie seitdem Storm das neue Gimmick und den Titel hat, gab es das so eigentlich ja kaum. Also gerade wenn ich jetzt an das letzte Match gegen Purrazzo zurückdenke, die ja so einen auf Technikerin macht und sowas. Wie gesagt, das war deutlich unsauberer und sloppier als das jetzt hier. Wie gesagt, das war jetzt so blitzsauber geführt. Diese ja annähernd ausgeglichenen Reaktionen haben mich auch sehr irritiert, weil ich habe gedacht, dass das Publikum hier sehr deutlich auf Storms Seite sein wird. Wie gesagt, einfach weil sie halt ja, mit diesem Gimmick sich gefunden hat und wahnsinnig over ist und weil halt, ja, Rosa, glaube ich, auch viel in dieser Zeit, wo sie nicht da war, durch diese Gerüchte, dass sie schwierig ist und dass es da eine Aussprache Backstage gab, um sie zurückzuholen und sowas. Ich dachte irgendwie, da wird die mehr verlieren irgendwie in der Fangunst, aber das hat hier sehr, sehr gut funktioniert. Gut, aber ich glaube, die Fans haben das nicht so für oder das hat nicht, ich meine, viele, du weißt, sind nicht so internetaffin oder lesen halt alles mit. Ich glaube, man weiß, dass Thunder Rosa ihre Leistung im Ring immer gebracht hat. Und ja, gerade auch die Matches gegen Britt Baker und so. Ich das glaube, haben ja auch immer. Also ich glaube, das AEW-Publikum ist jetzt so, gerade wenn du es mit der WWE vergleichst, ist das, glaube ich, schon eher so ein Smart-Publikum, was, glaube ich, schon eher so aus der Internetszene und Bugs und Being Delete und sowas kommt. Also ich glaube schon, dass da ein Großteil das mitbekommen hat. Und wie gesagt, vielleicht ist denen auch einfach scheißegal, kann natürlich auch sein, aber ja, dass da ein Großteil das nicht mitbekommen hat, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, gut, aber ich vermute halt, dass die Leistung, die sie halt immer erbracht hat bis zu ihrer Verletzung, wo dann ja auch wahrscheinlich schon viele Leute mitgekriegt haben, sie ist jetzt länger verletzt und es war anscheinend auch keine einfache Verletzung. Ja. Dass man das vielleicht eher honoriert hat als die Gerüchte, dass sie so schwierig oder sonstiges war, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich finde es so okay und man ist für beide, wie gesagt, denke ich mal, dann auch ein guter Schritt, dass sie ihre Leistung da bringen und das. Ich finde es auch okay. Also ich habe das war jetzt nicht negativ gemeint. Nee, also nee, ich war da sehr froh drüber, sag ich mal, dass es halt eben so war, dass,
dass das eben nicht reingespielt hat, dass das so ausgeglichen war. Eine Sache habe ich aber doch noch zu meckern, und das hat gar nichts mit dem Match zu tun, sondern halt eher mit dem Eingriff. Deonna Purrazzo. Ich weiß, wir haben da letztes Mal schon ganz schön drauf eingedroschen, aber ich muss es schon wieder tun. So. Gar nicht mit dem, was sie gemacht hat, aber einfach von der blanken Optik. Und ich weiß, das ist oberflächlich von mir. Und ich weiß, dass man über Stil und Mode streiten kann. Aber die Frau hat das Gimmick der Virtuosa. So, das ist halt so, ihr ganzes Gimmick ist es, dass sie halt Stil und Klasse hat und dass die das halt in ihren Wrestling-Stil einbaut. Und dann kommt die halt raus mit so einem komischen Glitzer-Onesie-Jumpsuit, tief ausgeschnitten, kombiniert mit irgendwelchen weißen Skechers-Turnschuhen. Und sorry, da bröckelt das Gimmick für mich dann direkt halt wieder. So, wenn halt jemand, der mir erzählen will als Gimmick, er hat so viel Klasse und so viel Stil, dann in einem Outfit rauskommt, wo ich für mich festlegen würde, dass mein maximaler Radius für dieses Outfit mein eigener Briefkasten wäre. So, und das auch nur, wenn ich sicher wäre, dass mich im Hausflur keiner sieht. So, ey, sorry, sowas stört mich dann halt einfach. So, hätte sie so ankommen sollen wie Monet mit so einem Abend. Nee, aber es gibt ja noch was dazwischen. So. Es gibt ja noch Zwischenschritte zwischen irgendwie, ich gehe zum Wiener Opernball und ich sehe aus, als würde ich die Pizza an der Tür annehmen. So. Also ich fand, das ist die Kleidung, also das Outfit kenne ich auch von Impact schon. Also da hat sie das auch schon angehabt. Ja, da hat es mich auch schon gestört. Also, aber da habe ich noch gesagt, okay, das ist Impact, das ist eine kleinere Bühne, mach ruhig. Aber hier, wie gesagt, ich weiß nicht, mich stört sowas. Ja, fand ich jetzt eigentlich nicht so hörend. Es hat mich gewundert, dass sie überhaupt, also dass man das halt gemacht hat, dass sie überhaupt rausgekommen ist, weil ja. Sie ja eigentlich schon diejenige war, die das letzte Mal als Thunder Rosa ja in der Wochenshow rausgestürmt ist und ihr dazu Hilfe geeilt ist, dass Diana da ja eigentlich eher gegen Thunder Rosa gegangen ist und gesagt hat, hey, das kannst du auch alleine machen, so ungefähr. Mhm. Hau du mal ab. Deswegen hat sie mich hier eigentlich gewundert, dass sie dann jetzt doch da auch rausgekommen ist, aber gut. Ja, tatsächlich, ja. Das war, hat sich irgendwie so ein bisschen antiklimatisch angefühlt, tatsächlich. Ja. Und ja, dass sich Van der Rose halt davon ablenken lässt, ist halt auch ein bisschen komisch. Aber nun gut, man wollte es halt, ja, wahrscheinlich halt nicht so clean enden lassen zwischen den beiden. Ja. Kann ich auch nachvollziehen, sag ich mal. Ich meine, wie gesagt, du hast aktuell nicht so viele Top-Draws in der Frauen-Division, sag ich mal. Deswegen kann ich auch verstehen, dass man da Thunder Rosa so ein bisschen schützen wollte einfach. Ich weiß gar nicht, was ist eigentlich mit Britt Baker? Ist die noch verletzt oder hat die einfach keine Lust? Nee, ist auch noch verletzt. Okay. Also auf der Pressekonferenz hat also Toni so kam da erwähnt, ja, sie vermissen Britt Baker und MJF, tralala, und ja. Gute okay. Besserung. Oh, ja. Na gut, dann ist das so. Ja, wie gesagt, man hat ja eigentlich in der Hinterhand, man müsste sie halt wieder ein bisschen aufbauen. Chris Statlander geht auch und Jamie Hayter, wie gesagt, keine Ahnung, wie weit die halt ist. Naja, wann die überraschenderweise vielleicht Double or Nothing vielleicht schon auftaucht. Ja, zu der England-Show. Oder doch halt, erst, dass es dann doch erst England wird. Also ich glaube darauf, also ich glaube unabhängig davon, wann sie wieder fit ist, wird das, also wenn dann wird das, wenn sich's ausgeht, wird das auf die England-Show hinauslaufen. Also ich glaube den Moment, ich meine, man hat bei der letzten England-Show irgendwie Soraya den Titel gegeben, obwohl das wirklich eigentlich niemand sehen wollte. Sag ich mal bloß, weil man halt diesen England-Moment wollte, da wäre es halt komisch, wenn man es jetzt mit Hayter, die ja im Gegensatz zu Soraya wirklich ein krasser Fan-Favorite ist, wenn man sich da den Moment entgehen lässt. Also ich gehe schon davon aus, dass dort halt... Du musst halt überlegen, in England war ja auch viel internationales Publikum. So. Ja, ja, klar. Deswegen, also... Da feiert dann ganz Europa dann halt irgendwie jeder jeden, so ungefähr. Also auch ja, nicht jeder, so. Ja, ich bin Saraya-Fan, mich hat's gefreut. Bei Rampage ist sie hat ja selber gesagt, es wird nicht mehr viele Matches mit ihr geben halt, weil... Ja, klar. Ist ja halt... Und dann hat man es halt schnell durchgezogen... Und dann ist sie jetzt halt, ich bin mal gespannt, wer es noch nicht mitgekriegt hat, denn Ruby Soho ist schwanger. Genau. Also die
fällt dann auch raus. Mal sehen, wie das dann da mit der Konstellation bei Rampage oder so weitergeht. Ja. Mal gucken. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube schon, dass das jetzt, also, dass Storm halt diesen Titel behalten wird, bis außer da passiert jetzt noch was ganz Komisches und sie fällt noch sehr lange aus, aber ansonsten gehe ich davon aus, dass Storm jetzt noch diesen Titel halten wird, bis, ich weiß gar nicht, was ist England All Out dann? Ich wollte auch gerade gucken, also wer ich jetzt ich glaube All Out ist es im August oder bei September, was Triller das dann ist. TV sich die Events eventuell kaufen will, da gab es jetzt Dynasty, Double or Nothing und Forbidden Door im Angebot für $50, also das heißt, das ist dann ein Pay-Per-View ja, für umsonst. Halt, anstatt diese knapp $75 waren es nur 50. Deswegen habe ich mir jetzt das Paket auch bestellt gehabt. Triller TV kostet, was wird mir immer abgebucht? Ich glaube, 8,99, 9 ja. Euro ungefähr. Dafür hat man die ganzen Dynamite Collision und Rampage Shows im Paket für knapp unter 10 Euro. Das ist okay. Ja. Ja. Was? All Out war das dann, ne? Ich glaube, ja, wie gesagt, müsste All Out dann sein. Wie gesagt, ich glaube, bis dahin wird sie auch den Titel halten und ihn dann an Jamie Hayter abgeben, was auch Sinn macht aus meiner Sicht. Und dann. Also, wenn ich jetzt Dynasty, Double or Nothing und Forbidden Door und danach müsste dann erst. Ja, wie gesagt, August, September rum ist das. September, 1. September. Ja. Sehe ich dann jetzt gerade. Ja, bis dahin wird sie diesen Titel, glaube ich, auch halten, weil ich sagte mal ehrlich, da ist, wie gesagt, ich sehe da auch nichts in dieser Division aber aktuell, was ihr glaubhaft den Titel abnehmen. Hä? Ist das Chicago? All Out ist in Chicago. Ach, All Out ist Chicago, okay, dann ist es. Ist dann Double or Nothing? Ich weiß es auch nicht genau. Eine von denen war es auf jeden Fall. Also All Out steht hier Chicago. Okay, dann ist die England-Show was anderes. Business. Dynasty Double or Nothing ist Nevada. Okay. Forbidden Door ist in New York. All In. All In, nicht All Out, ja. All In, ja. All In ist, ja, nach Forbidden Door kommt dann All In am 25. August in Wembley. Ja. Ja. Und All Out. Dann danach. Dann haben wir noch Wrestle Dream, Full Gear, World's End. Ja, da haben wir noch einiges. Ja, ist auch. Ist aus meiner Sicht auch besser, sage ich mal, dass die jetzt ein paar mehr Pay-Per-Views haben, weil, wie gesagt, ich hoffe, dass ich dadurch halt das Timing-Problem so ein bisschen lösen wird. Weil, wie gesagt, ich glaube, viel von diesen Problemen, die da AEW hatte, hing halt auch da damit zusammen, dass man halt ihre großen Fäden halt auch bei den Pay-Per-Views enden lassen wollte, aber halt so wenig davon hatte. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz sinnvoll, dass da jetzt die Schlagzahl erhöht haben, sage ich mal, und da dann doch zumindest jetzt im Schnitt so 2-monatig mal ein Pay-Per-View bringen. Na gut, mein lohnt sich ja. Für uns wird es halt immer mehr zu schauen, wenn man ja, viele klar. Ligen schaut. Nee. Aber geht schon. Also ich kann sagen, wenn irgendwas man WWE nicht schaut, hat man sehr viel Zeit schon mal alleine. Ach, naja, gut. Ich bin halt, bei mir ist es immer mal so und mal so. Ich bin halt nicht so der, nicht mehr der so Seriengucker oder sowas. Von daher habe ich mehr Zeit für Wrestling. Ich gucke immer ein paar Dokus auf History Channel oder mal hier bei ARD und ZDF in der Mediathek. Und der Rest ist halt Wrestling, von daher. Und ein bisschen, weiß ja, Dino Topmelle Fußball. Ja. Gut, machen wir weiter, bevor wir beide schlecht gelaunt werden. Wir werden jetzt natürlich bestens gelaunt mit Match of the Night. Würde ich mal behaupten. So. Würde ich mitgehen, sage ich mal, viele,
viele bezeichnen es schon auch schon als Match des Jahrzehnts und das beste Match aller Zeiten. Und also ja, das Internet überschlägt sich mit Superlativen, auch so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis sind sich da viele einig, dass das das beste Match aller, eines der besten Matches aller Zeiten ist. Und das wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht. Wir haben Singles-Match, Dream-Match, wie es angekündigt wurde. Will Ospreay gegen Bryan Danielson. Und ja, fang mal an. Fandest du es denn okay? War, kann man machen, meinst du? War ganz nett. So. Gut, nein, und das nein, war's nein. Auch schon. Reicht auch schon weiter zum nächsten Match. Nein. Muss sagen, bei Give Me Five habe ich Bryan Danielson schon so oft mit dabei gehabt. Ich bin unglaublich fasziniert von ihm. Dass er ja gesagt hat, also ne, sein letztes Jahr wird mein episches Jahr in meiner gesamten Karriere. Der Mann hat jetzt einige Matches gehabt und hatte wenige Niederlagen. Also ich meine, gegen Kingston, ne, Okada auch, Zack Sabre Jr. und ich glaube noch zwei Niederlagen mit dem Blackpool Combat Club. Ich glaube eine in Mexiko. Und eine noch, glaube ich, gegen TMDK. Ansonsten... One of the Sphinx is not like the others. Ansonsten liefert der Mann halt alles ab, was ich Wahnsinn finde, was er in seine Promos legt, ist unglaublich. Also er war schon stark in der WWE, aber ich empfinde jetzt ihn in den Promos hier bei All Elite Wrestling noch intensiver, noch packender, noch wahrheitsgemäßiger in dem, was er sagt und was er dann auch tut. Und dann hast du einen Will Ospreay, den ich früher zwar auch relativ ganz okay fand, aber ihn nie so gesehen habe, dass er als einer der Besten irgendwie ne, gewertet wird. Also die letzten zwei Jahre bei New Japan, muss ich sagen, hat sich dann bei mir aber auch gewandelt und habe gesagt, ja, okay. Er fährt jetzt auch ein bisschen einen anderen Stil. Auch sein Charakter im richtigen Leben, sage ich jetzt mal, hat sich ja auch geändert. Was man ihm auch angemerkt hat, weil er dann durch sympathischer für mich dann gewirkt hat, dass ich sagen kann, okay, er weiß, dass er Scheiße gebaut hat und Scheiße gesagt hat. Und er hat sich auch dafür entschuldigt und sich auch anders verhalten in den letzten Jahren. Und ich muss sagen, die meisten Fans jetzt hier bei All Elite Wrestling haben ihn ja auch nur ein paar Mal gesehen. Aber was er bei Dynamite jetzt ne, so ein paar Promos gehabt und da mal ein Match. Ich meine, die kannten ihn ja alle schon ein bisschen, weil er war ja schon da. Was die ihn aber abgefeiert haben in den Wochenshows, nur dann, weil er rausgekommen ist und Promos abgeliefert hat, die auch sehr gut waren. Das ist die Zukunft von All Elite Wrestling. Ja. Ja. Dieser Mann wird das Erbe weitertragen, was Bryan Danielson hier angefangen hat. Und er ist genau auf dem Level, wo Bryan Danielson jetzt auch ist. Und das hat er in diesem Match auch bewiesen. Und Bryan Danielson hat bewiesen, dass er, ich sag's eigentlich auch ungern, aber er ist mithin wirklich einer der besten Wrestler ever, die ich je auch mal in meinem Leben gesehen habe. Muss ich zugeben. Und ich schaue schon 35 Jahre Wrestling. Aber so ein Komplettpaket kann ich mich nur an ganz wenige erinnern. Und Bryan Danielson gehört dazu. Und Will Ospreay ist auf dem Weg dahin, sich in den nächsten Jahren unsterblich zu machen. Und dieses Match,
was soll ich dann noch sagen, ey? Hidden Blade hier, Psychony dort, Oswir kickt aus, die Fans flippen aus. Allein schon die ersten 5 Minuten waren so großartig, dass ich gedacht habe, boah, das hättest du mit ihm in der WWE nicht bekommen. In keinster Weise. Also wenn Oswir zur WWE gegangen wäre, wäre nicht so annähernd so hingekommen wie hier. Glaube ich auch nicht. Also ich glaube gerade, in Osprey hätten so die Beschneidungen, die du in der WWE natürlich hast, sage ich mal, hätten, glaube ich, einem Osprey wahnsinnig wehgetan. Mehr als anderen Wrestler noch. Ja, aber ich glaube, der Bekanntheitsgrad, also ich meine, wie lange sind die All Elite Wrestling Fans jetzt mit New Japan schon auch zugeschmissen worden? Ja, ja, schon eine ganze Weile. Ja, das, also hilft, das geht ja auch schon seit ein paar Jahren. Und wie gesagt, so die jetzt die letzten Dynamites, wo er halt Osprey auch immer seine Promos gehalten hat, haben sie auch gemerkt, boah, der Typ ist ja voll geil und haut hier voll die guten Promos raus und so und feiern ihn dafür auch halt ab. Was er im Ring kann, wussten sie auch alle schon. Aber das hier war Wahnsinn. Ich muss auch wirklich sagen, alles war auf seinem Guss. Es war überragend. Die Yes und No-Rufe bei den dritten Mal, ja. Ich habe nur gelacht. Der Styles-Clash von Osprey noch. Und die Schläge und dritte und wieder Hidden Blade und wieder Busaikoni. Und ich habe echt gedacht, die beiden habe ich echt fertig gemacht. Ich habe da gesessen hier bei der Match und habe gedacht, meine Güte, wann hört das auf? Und danach war ich erstmal fertig. Nach der halben Stunde habe ich gedacht, okay, was habe ich dir noch geschrieben? Ich muss jetzt erstmal was essen. Ich muss mich erstmal wieder runterbringen. Und was ich vielleicht kritisieren muss, weil ich mag das nicht gern. Und gerade wenn Bryan Danielson das macht, zum Schluss, dass die Ärzte da zum Ringen kommen und ja, dass er da verletzt ist. Und Osprey guckt ja auch ziemlich besorgt. Also ich vermute jetzt, das war nicht echt. Ziemlich sicher, ja. Ja, und das muss nicht sein. Ich fand's, das fand ich tatsächlich sehr, sehr gut. Ich weiß auch nicht, welchen Grund soll das haben? Das sage ich dir. Das sag ich dir gleich, welchen Grund das hat. Weil okay. Ich glaube, das ist wahnsinnig smart, dass man das gemacht hat aus einem bestimmten Grund. Aber wie gesagt, mach erstmal zu Ende. Ich bin fertig. Gut. Wie gesagt, mir bricht es halt immer das Herz, wenn ich sehe, dass ein Feindelitzen da im Ring, da kriege ich einen halben Herzinfarkt. Ja. Also ich fange heute im Match an, weil das Match war, ich meine, was willst du da sagen? Das war überragend. So, das war ein überragendes Match. Mein erster Punkt war hier wirklich Gänsehaut, weil das ist halt, also, dass ein Match irgendwie schon This is Awesome mit Holy Shit Chance bekommt, bevor es angefangen hat, hast du halt auch nicht so viel oft. Ich fand ich fand diese Details im Match, weil das war ja auch nicht nur ein Abspulen von Aktionen, sondern da war ja auch eine gewisse Story drin. So. Und das ist halt, das hast du halt gemerkt, ich fand, das hast du halt in den Details gesehen. So. Das schon ganz, ganz früh irgendwie, da hatte Danielson Osprey in so einem Headlock oder sowas und hat ihm zwischendurch immer, wenn Osprey versucht hat, sich normal auf technischen Weg zu befreien, hat Danielson das so abgeblockt und dann ihm so eine, mit der flachen Hand einfach so einen Schlag immer auf die Stirn gegeben, wie so eine Erziehungsschelle. Ja. So. Und das fand ich wahnsinnig smart, das wirkte so wie so wirklich dieser alte Hase, dieser Techniker, der zeigt so, ja, du kannst, auf meinem Weg kannst du, ich hab mehr vergessen in meinem Leben, als du je gewusst hast, so, du kannst mir so nicht beikommen, so, oder ich wrestle dich aus. Und Osprey kontert halt einfach mit blanker Geschwindigkeit und Dynamik irgendwie. Ich weiß, danach geht's irgendwie auf den, danach geht's ja irgendwie auf die Beine und dann macht Osprey so einen Flip über Danielson und sowas und guckt ihn dann an nach dem Motto, ja, du bist vielleicht der alte Erfahrene, aber ich bin hier der junge, dynamische Kollege. So. Und das war für mich so ein bisschen so die Story in den ersten Matchminuten, so diese Erfahrung und die Technik von Danielson gegen die Dynamik und die Geschwindigkeit von Osprey. Gleichzeitig auch Ospreys Spiel mit dem Publikum ist unfassbar gut. Also unfassbar gut. So diese kleinen Momente zwischendurch, wie er ins Publikum schaut, wie er, dann macht er einen Flip nach draußen, klatscht kurz mit jemandem ab und sowas. Also das hypt halt ein Publikum. So. Und das macht er halt irre gut. Das merkst du, das hat er halt echt gelernt. So.
ich liebe Bryan Danielsons Ground and Pound. Wenn der auf so einen Gegner ist und diese Schläge, das wirkt immer legit, das wirkt immer sinnvoll. Also der hockt sich nicht nur, wie Wrestler das gerne machen, auf den Gegner und schlägt zu, sondern der macht dann halt noch mit den Beinen diese Schere quasi, um die Beine des Gegners, um ihn in Position zu halten. So. Das sind also viele kleine Details, die es halt einfach wahnsinnig glaubwürdig machen. So, und dann hast du halt, also du hast halt so geile Aktionen und geile Konter, denn du hast halt diesen Oscutter auf den Apron, der halt wahnsinnig war. Du hast diesen Omoplata, also Daniel Bryan nimmt dann halt, bringt dann irgendwann den Omoplata, diesen Aufgabegriff, den Brock Lesnar, glaube ich, auch eine Zeit lang gerne als Finisher verwendet hat, gegen Ospreay. Und Ospreay kontert das halt, indem er mit Danielson aufsteht und aus der Position heraus einen Styles Clash zeigt. Habe ich noch nie gesehen, diesen Konter. Genial, so. Und dann kam für mich wahrscheinlich die krasseste Sequenz und Konteraktion, die ich lange gesehen habe im Wrestling. Da zeigt nämlich Ospreay erst seinen Hidden Blade, will danach den Oscutter zeigen. Und Danielson kontert den Oscutter, indem er quasi den Knee Strike zeigt. Und das Ding sitzt. Ich habe mir davon Zeitlupe angeschaut. Ey, ich glaube, ich habe noch nie eine Konteraktion gesehen, die so perfekt sitzt. So, er trifft ihn so perfekt und perfekt. Aber getimt. Du siehst schon, wie er wartet. Ja, Wo Ospreay schon dann in Seilen ist, siehst du schon, wie er hinten in Stellung ist und wartet, dass er springt, um dann loslaufen zu können und ihm das Knie halt voll in die Fresse zu hauen halt. Ja, und das macht er halt perfekt. So, und das ist, wie gesagt, da siehst du halt in solchen Aktionen, dass du hier halt zwei der besten Wrestler unserer Generation siehst. Oder nicht vielleicht derselben Generation, aber so der eine Wrestler, der halt quasi, also ein Ospreay, der halt gerade mittendrin in seiner Karriere ist und immer noch besser wird, und halt Bryan Danielson, der jetzt so seinen Peak erreicht hat, wo du eigentlich davon ausgehst, dass das so in den nächsten ein, zwei Jahren eigentlich so bergab geht, sag ich mal. Also da hast du, also wir haben das Glück, dass wir noch so diese Generationenüberschneidung zwischen diesen beiden Wrestlern erleben dürfen, so irgendwie. Weil, keine Ahnung, das Match 3 Jahre später, und ich weiß nicht, ob Danielson halt noch so hätte mitziehen können. Das Match 3 Jahre früher, und ich weiß nicht, ob Ospreay schon auf dem Level gewesen wäre, das mitzuhalten. Also du hast jetzt irgendwie so genau diesen perfekten Sweet Spot für dieses Match erwischt. So, da können wir uns einfach glücklich schätzen. Ospreay hat halt auch sein Selling in New Japan halt auch wirklich sehr perfektioniert. Muss zwar halt auch wirklich sein. Und die, also ich habe japanisches Publikum noch nie beim Gaijin, wie nennt man sie? Gaijin, ja. Ja. So sehr Namen chanten hören, als er seinen Abschied gegeben hat. Ja. Also die Japaner waren wahnsinnig traurig auch, dass er weg ist, weil er wirklich alles dort gelassen hat und dort gelernt hat, was wir jetzt auf jeden Fall sehen. Also er ist ja um Welten gereifter. Auch in seinem wahren Charakter oder in seinem wahren Ich, weil Basti hört das ja auch nicht gern, aber es ist nun mal so. Und das muss man dem schon hoch anrechnen. Und wie gesagt, also für mich ist Will Ospreay, wenn er bleibt und fit bleibt, die Zukunft, auf die All Elite Wrestling aufbauen muss. Ja. Ja, also und eher zusammen mit zwei, drei anderen, so, genau. Ja, ja, alle drumherum. Ich meine, es gibt noch mehr gute Wrestler, aber er ist derjenige, der halt Massen vielleicht noch mehr anziehen kann. Weil er das Charisma und das Können perfektioniert hat, auf jeden Fall. Ja, und du hast jetzt halt bei AEW jetzt was geschaffen, halt, und was viele Ligen scheitern, sag ich mal, die halt so anfangen mit, sag ich mal, Draws von anderen Ligen irgendwie, so hat ja AEW auch angefangen. So, wenn du mal schaust, ich meine, der erste Champion war Jericho, das war ein etablierter Name überall anders. Der zweite Champion war Moxley, ein etablierter WWE-Wrestler danach schon. Und dann kam halt mit Hangman Page halt so der erste, den du dir selber rangezogen hast. Und jetzt hat AEW, sag ich mal, ist schon an dem Punkt, wo ich sagen würde, dass du jetzt relativ viele von deinen Eigengewächsen da drin hast, einfach. So in dieser Position. Du hast jetzt einen Swerve, der den Titel hält, der jetzt so deine
sag ich mal, Gegenwart ist. Du hast einen MJF, sag ich mal, der schon auch so ein Stück weit ein Eigengewächs ist, der irgendwann zurückkommt. Du hast jetzt einen Ospreay, der natürlich von einer anderen Liga kommt, aber der hier jetzt nochmal so seine ersten Schritte im amerikanischen Bereich macht. Also du hast jetzt mittlerweile dir selber wirklich ein Main-Event geschaffen, wo keiner mehr labern kann, alles ehemalige WWEler und Quatsch. Nee, das sind selbstgebaute Leute, die du ja selbst aufgebaut hast an diese Position. Und das, wie gesagt, muss man, finde ich, auch hoch bewerten. Und wie gesagt, da zählt ein Ospreay, finde ich, glaube ich, auch mit rein. So klar, auch wenn er von New Japan kommt. Aber wie gesagt, dass ein Wrestler, der von New Japan kommt, nicht sofort auf dem amerikanischen Markt funktioniert, hast du auch in der Vergangenheit gesehen. Ich meine, ich glaube, so ein Omega hat am Anfang auch noch so ein bisschen gestruggelt, irgendwie erstmal so diesen, die vom Kopf her so diesen Schritt in die USA zu machen, glaube ich. Und das hast du beim Ospreay jetzt gar nicht das Gefühl. So, der ist halt da und der ist krass. So. Er ist halt, wie gesagt, wirklich auf dem Peak. Ja. Ja, um jetzt, wie gesagt, also hier passt er hin. Also auch, wie gesagt, die Promos, all das. Ich wüsste nicht, wie die WWE ihn hätte präsentieren können, um dass er gleich so einschlägt. Also wenn sie gesagt hätten, hier, du gehst erstmal zu NXT, das wäre Bullshit gewesen. Nee, das kannst du nicht machen. Aber bei der WWE weiß ich halt auch nicht, dass es, wie das Publikum halt da so drauf ist, was drumrum liegen. Ich glaube, da ist man halt nicht so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Ospreay da so angekommen wäre, wie er es jetzt bei AEW tut. Also wirklich nicht. Weil, wie gesagt, ich glaube halt, auch ja, da auch mit Robin Dor und so halt, weißt du, man hat die Leute ja schon so rangeführt gehabt. Na, wie gesagt, also ich glaube halt auch nicht, dass Ospreay da an den Punkt hingekommen wäre, weil ich glaube halt, ihm hätten so die Einschränkungen, die du bei WWE hast als Wrestler, ich glaube, ihm hätten die enorm wehgetan. So. Das heißt, also er wäre nicht mit dem Hype da angekommen und ich glaube, er hätte auch diesen Hype nicht aufbauen können bei der WWE. Er ist jetzt auch schon 30. Er hat ja schon ein bisschen auch Muskelmasse zugelegt und all das. Und auch schon ein bisschen runtergefahren. Aber es ist immer noch krass, was er an Moves und halt da alles so raushaut. Also, wenn er fit und alles bleibt, dann, wie gesagt, das wird göttlich für uns. Ja. Und für All Elite Wrestling. Ja, und das ist vielleicht der nächste Brite, der sich dann schon bei All In dann in London den Titel holt. Würde mich jetzt auch nicht wundern. Ja. Falls es so ist. Aber da kommen wir jetzt noch zum Punkt, was nach dem Match passiert ist. Ja. Genau, weil ich halte das nämlich für wahnsinnig smart, weil ich glaube, dass dieser Moment, also viele haben ja spekuliert, dass du das jetzt nutzen wirst, um einen Rematch aufzubauen. Glaube ich nicht, weil ich finde, das würde auch zu Bryan Daniels nicht passen, wenn der das jetzt verwendet, so, oh, du hast die Anweisung des Referees nicht verfolgt, ich war verletzt irgendwie und das jetzt nutzt, um so ein Rematch aufzubauen, würde null zu Danielson passen. Wie gesagt, sehe ich nicht. Ich glaube, dass du den Moment, dass du das jetzt genutzt hast, um Ospreay ein bisschen auszubremsen. Weil du musst dir ehrlich sagen, so wie Ospreay jetzt gerade on a roll ist, mit den Promos, die er hält, mit den Leuten, die er besiegt, mit den, mit einem Match des Jahres Contender nach dem nächsten, sag ich mal, bist du ja an einem Punkt, wo du ihn theoretisch in 2 Monaten zum Champion machen müsstest irgendwie, weil dir sonst die Fans auf die Barrikaden gehen, weil wie lange willst du den noch, sag ich mal, in Matches mitten auf der Card halten? Und ich glaube halt, dass das jetzt genommen wird, um so ein Gimmick-Ding reinzuziehen, um Ospreay quasi so ein bisschen zu bremsen, dass er quasi jetzt dadurch, dass er jetzt Danielson verletzt hat und wie gesagt, das wurde ja auch in der PK nachher aufgegriffen, dass Ospreay gesagt hat, er hat nicht mitbekommen, dass der Referee dazwischen gegangen ist und so weiter, dass das in seinem Kopf jetzt quasi so eine Blockade löst. So irgendwie, er weiß jetzt, er hat Danielson verletzt irgendwie unnötigerweise und ich glaube, das wird jetzt dazu führen, dass er jetzt doch in ein oder anderem Match mal ein bisschen zögert, ein bisschen zurückfährt, so quasi der Mann kann sich nur selber schlagen, so. Ich glaube, das wird man jetzt einbauen, so in die Storys, um ihn so ein bisschen zu bremsen, um dann noch irgendwie Upside hinten dran zu haben. Weil, wie gesagt, wo soll der hin, wenn der so weitermacht wie jetzt? Also, es ist verrückt, du hast noch einen Okada in diesem Roster und einen Will Ospreay. Ja, das meine ich ja. Ja, so, das ist ja. Du musst ja alle unterbringen. Das ist ja schon mal
die beiden in einem Roster, die vorher bei New Japan waren und ja, da auch schon 10-Sterne-Matches, sag ich mal, rausgehauen haben, dass du die beiden erstmal nicht auseinanderhalten kannst, für ein Stück schon. Aber nicht lange. Naja, ich vermute, bevor Osprey halt auf diesen großen Titel geht, begegnet er es nochmal Okada. Kann sein, und dann kannst du die beiden um den Titel erst nochmal ein bisschen rumbolzen lassen und eine Geschichte bauen oder mit den Young Bucks oder was auch immer. Weil man musste, wäre verrückt, 12 Strickland gegen Osprey jetzt schon dann gleich als nächstes rauszuhauen. Nee, das kannst du nicht machen. Jetzt auch nicht. Deswegen, nicht das ist ja das, was ich meine. Du müsstest dir Osprey eigentlich dann jetzt schon den Titel geben. So was, also ja. Nach welcher Logik soll der jetzt halt nicht diesen Titel gewinnen? Ich glaube halt, wie gesagt, du hast das jetzt wirklich gemacht, um ihn so ein bisschen künstlich zu bremsen, sage ich mal, und da so eine kleine Story zu machen, sage ich mal, um halt irgendwie die Möglichkeit zu haben, nebenbei noch andere Leute jetzt aufzubauen und Osprey halt nicht direkt irgendwie, ja. Wie gesagt, wenn er so weitermacht, wo willst du hin mit ihm? So wie gesagt, dann müsstest ihm innerhalb von 2 Monaten den Titel geben und durftest ihm das Ding die nächsten 2 Jahre nicht verlieren lassen, wenn er so weitermacht. Und wie gesagt, deswegen macht das aus meiner Sicht voll Sinn, da quasi jetzt so eine kleine Story, um ihn zu bauen, dass er jetzt da vielleicht doch so ein paar Zweifel und so einen Knacks wegbekommt und sich da erstmal lösen muss, weil jetzt kannst du ihn damit halt auch sinnvoll auch mal Matches verlieren lassen, ohne dass es ihm schadet. Ja. Deswegen halte ich das, wie gesagt, sehr, sehr, für sehr, sehr klug, was man da gemacht hat. Ja, gut, wie gesagt, also es hat mir erstmal wieder einen halben Herzinfarkt bereitet, ungefähr. Und dann habe ich mir gedacht, naja, gut, okay, man spielt wieder damit ein bisschen, aber naja. Übrigens, bevor wir jetzt zum nächsten Match gehen, weil wir sind ja, glaube ich, soweit durch, kleine Außenseitermeinung von mir. Ich glaube, mir hat das Match vom letzten Pay-Per-View gegen Takeshita, glaube ich, sogar noch mal einen Ticken besser gefallen. Weiß ich bin komplett alleine mit der Meinung, aber ist so ein persönliches Ding. Ja, klar. Das kann ich auch verstehen. Jo. Hast du noch was zu dem Match? Nee, außer es noch weiter in den Himmel zu loben. Ja. Leider nein. Also, wer verrücktes Wrestling und Emotionen sehen will, bitte. Wenn ihr All Elite Wrestling nicht so schaut, aber mit Brian Danielson aus WWE-Zeiten noch was anfangen könnt. Hier, oder gutes Wrestling mögt. Punkt. Ja. Wenn ihr Fan von gutem Wrestling seid. Punkt. Ja, Brian Danielson aus WWE. Ja, kann man nichts, da kann man nichts mehr. Noch mehr, noch hübscheres, schöneres kann ich nicht mehr sagen. Und okay, das nächste Match habe ich mir gedacht, als ich mein Essen fertig hatte, habe ich gedacht, na, was kommt denn jetzt? Oh, es ist eigentlich nur noch Young Bucks und 12. Denk so, okay. Die Young Bucks sind ja auch gut, aber das Match jetzt noch mal zu toppen, nachdem sich alle schon ausgetobt haben, dürfte schwer werden. Ich glaube, der Anfang war auch ein bisschen schwierig. Langsam. Es hat auf jeden Fall eine langsamere Pace gehabt, was ich aber auch sinnvoll fand nach dem Match davor, weil es macht ja auch keinen Sinn, da versuchen irgendwie aufzuholen oder mitzugehen, sag ich mal. Deswegen fand ich es hier sehr, sehr sinnvoll, dass man das Match irgendwie ein bisschen langsamer begonnen hat. Dafür, sag ich mal, mit mehr Einzelspots, sag ich mal, was in so einer Materialschlacht Sinn macht. Für mich war es auch gut, weil dieses Match für mich auch dann auch ein bisschen die Gelegenheit mir gegeben hat, ein bisschen runterzukommen, weil es halt, ja, wie gesagt, wer jetzt häufiger schon AEW-Podcast mit uns gehört hat oder beziehungsweise früher vielleicht schon Ten Count gehört hat, wird wissen, meine Beziehung zu den Bucks ist nicht die beste. und FTA, sage ich mal, ist auch, wie gesagt, auch wenn ich anerkenne, dass das eines der besten Teams unserer Generation ist, ist Tag Team Wrestling einfach nichts, was mich einfach großartig catcht, sage ich mal. Deswegen, sage ich mal, hat mich dieses Match, ich will nicht sagen kalt gelassen, aber ich bin da jetzt relativ wenig emotional reingegangen. Das war halt so dieses, ja, mal gucken, was die leisten. Ladder Match wird bestimmt cool, sage ich mal, aber mehr war es für mich in dem Fall auch nicht. Ja, ich und das fand, war halt auch das Richtige nach dem Match davor. Ja, also die Fans waren an dem Tag mit den Chants. Ne? Bei Chris Jericho hatte man schon angefangen, man war da sehr erfinderisch. Ich glaube, ich habe
noch nie Please Be Careful Chance ja. in einem Match gehört. Ja, das stimmt. Ich dachte erst so als, was chant die da? Wieder zurück. Was? Please? Nochmal zurück. Be careful? What? Gut, ich muss zugeben, kann man schon sagen, weil das war schon ziemlich, also ich habe schon viele Ladder-Matches gesehen. Ich habe auch erst vor kurzem bei WrestleMania eins gesehen, wo ich gesagt habe, also bei der WWE Leiter-Matches bei WrestleMania, die kriegen mich gar nicht mehr. Weil es halt auch immer derselbe Aufbau halt ist, ne? Mal mit mehr Leuten, mal mit weniger. Also das bei WrestleMania hat mich gar nicht gekriegt. Das hier aber schon. Weil das war schon ziemlich hart. Und ja, Dex Harwood, weiß ich nicht, wahrscheinlich ein guter Freund von Moxley. Was ja. Der in letzter Zeit auch so wild herumblutet, ist auch nicht mehr normal, ey. Ja. Und was mich im Main Event gewundert hat, dass man, entweder hat man die Ringmatte sehr schnell sauber geputzt oder man hat sie komplett gewechselt, weil du hast nichts mehr gesehen. Ich glaube, dass man gewechselt hat. Ich glaube nicht, dass du die so, ich meine, das ist ja Stoff. Wie willst du das? Also, sag mal, ja. Das musst du ja in die Waschmaschine packen, dann kriegst du ja nicht so schnell raus. Aber da war ja nur ein Video dazwischen. Kann man das so schnell wechseln? Ich glaube, naja, dadurch, dass der obere Teil ist, also ja, du musst halt sehr viele Seile wegziehen, aber ich glaube, wenn du natürlich da irgendwie 15 Leute in den Ring holst, glaube ich, geht, also ich glaube auf jeden Fall, das geht schneller, als dieses Ding da so schnell wieder sauber zu bleiben, außer die Dinger sind irgendwie... Ich habe später im Finale gedacht, so, hä? Ja. Moment. Also außer die haben es, außer ich weiß nicht, die haben so irgendwie so eine, für ihre Ringmatten so eine Anti-Haftbeschichtung, dass die nur abgewischt werden müssen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls fand ich das sehr faszinierend. Aber ich muss sagen, das war schon ein tolles Leider-Match. Also, ja, war's. Kann ich nicht anders sagen. Nicht nur, dass viele Leitern, sondern auch viele Tische da kaputt gegangen sind. Und die haben sich da Sachen weggebämst. Das war schon holy shit. Also ich muss sagen, die Be Careful Chants waren wahrscheinlich doch nicht so umsonst, weil ich mir manchmal auch gedacht habe, boah, das sieht aber schon echt ein bisschen hart aus. Die von 21 Minuten, muss ich sagen, war auch eine gute Zeit. Ja. Als, ich weiß nicht, war es Dex, glaube ich, dann oben war, habe ich gemerkt, so, dass er auf irgendwas gewartet hat. Mhm. Und sich umgeguckt hat. Und er dachte, aha. Dann kam halt auch schon ja, die maskierte Person. Und ich wusste, also ich bin ja jetzt nicht da anwesend, aber ich dachte mir schon, wer es ist. Weil ich hatte von New Japan Song das Windy City Ride geguckt. Ein sehr guter Entrance. Gedacht, ein sehr guter Entrance. Perfekt ausgespielt. Und hab mir schon gedacht, wenn man ihn jetzt nicht zurückholt, weiß ich ja auch nicht. Ja. Also ich wusste, ich wurde leider gespoilert. Ich wusste nicht, wann es passiert, aber mir hatte vorher schon jemand Grüße irgendwie ein Foto geschickt von okay. Jack Perry irgendwie mit diesem, wo er da so grinsend steht, sag ich mal, aber da konnte man den Kontext nicht erkennen, aber deswegen wusste ich, dass er noch kommt, und weil ich davon ausgegangen bin, dass es nicht im Main Event sein wird, ja, bin ich schon davon ausgegangen, dass es dann okay. im Match passieren wird, deswegen, das war doof. Ja, leider, ja, leider etwas ärgerlich. Grüße an der Stelle, nee, Dummkopf. Na, ich hab's nur gemerkt, halt, wie gesagt, Dex hat halt ein bisschen zu sehr geguckt, dass jemand kommen würde. Hm. Und, ja, wie gesagt, ich hatte Windy City Ride geguckt. Und ich dachte mir schon, also wenn einer das ist und diese unsägliche CM Punk und das Video und die Young Bucks, ja, dann fehlt halt nur einer. Ja, klar. Der passt natürlich dann jetzt gut rein. Die maskierte Person hat dann Dex Harwood dran gehindert, natürlich den Titel da wegzunehmen, und dann kam noch die Security rein und haben ihn in die Ecke gedrückt und haben ihm dann die Maske und die Kapuze vom
Sweatshirt darunter gezogen. Ja, und es war natürlich Jack Perry, der grinsend in die Kamera gestarrt hat. Die Young Bucks, ja, erstmal ein bisschen, dann aber gegrinst und wer war das? Ich glaube, Nick Jackson konnte sich dann halt dann gemütlich den Titel abnehmen. Und Jack Perry wurde dann halt von der Security abgeführt. Ja, ich weiß nicht, Excalibur hat, glaube ich, noch irgendwie am Kommentar gesagt, ja, er hat sich des widerrechtlichen Betretens des Gebäudes strafbar gemacht und so. Und ich so, immer noch ein Angestellter von All Elite Wrestling. Was laberst du eigentlich für einen Müll? Fand ich jetzt irgendwie dumm. Ja. Und auch, weiß nicht, also die Fans waren ja danach auch wieder sehr geistreich und haben dann Oh Cry Me River Chants gestartet. Das war natürlich dann auch ziemlich witzig. Also diese Cry Me River Chants werden wir wahrscheinlich jetzt noch öfters hören. Ja. Also neuestes Mitglied der Elite, weil die Elite hat sich ja neu aufgebaut und alte Leute rausgeschmissen, neue dazugeholt mit Okada, also wird Jack Perry der Nächste sein. Sagen wir rausgeschmissen, ja. Rausgeschmissen, ja. Der arme Omega weiß überhaupt nicht, ob der überhaupt noch wrestlen kann. Ja. Ja gut, denk mal, es wird noch eine Zeit lang dauern und vielleicht naja, also das Letzte, was ich mitbekommen habe, wird er noch mal wresteln können, aber vielleicht wird das dann auch so eine Geschichte wie bei Daniel Bryan. Naja. Ich kann noch ein halbes Jahr oder ein Jahr machen. Also das Letzte, was ich mitbekommen habe, was er selber im Stream erzählte vor ein paar Wochen, war halt, dass er, also der hat ja versucht, irgendwie sich wohl konventionell behandeln zu lassen. Irgendwie, das ist wohl gescheitert. Seine einzige Chance jetzt quasi nochmal auf ein Comeback ist halt eine Operation, die er machen wird. Und die bedeutet aber frühestens nächstes Jahr. Also, ja. Jo. Wird noch eine Weile dauern bei Omega, wenn er überhaupt nochmal es zurückschafft. Ja, wie gesagt, wenn er es nochmal zurückschafft, dann wird das wahrscheinlich aber dann auch noch. Ja. Begrenzt. Wenn er noch will, dann wahrscheinlich auch nochmal so ein Ding wie bei Bryan Danielson. Davon ist auszugehen, ja. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, ob es jetzt gemein klingt, aber jetzt Omega fehlt mir nicht. Mhm. Muss ich sagen. Ist natürlich schade, dass er so halt rausgeschrieben worden ist, aber die Fehde da. Ne? Da muss man ja auch alles umbauen. Ja, ja, klar. Jericho ja. Erst mit Omega, ne? Dann Jericho wieder mit Sammy, dann Sammy wieder raus und Jericho, ja, geil, jetzt stehe ich schon wieder alleine hier, wer kommt jetzt? Ist halt einfach ein Unglücksbringer, halt was willst du machen? Oder so, kann man auch nennen, ja. Man muss auch fairerweise bei Omega sagen, wie gesagt, gefühlt, sag ich mal, hat er auch nicht viel bei AEW verpasst. Ich meine, er hatte seinen langen World-Title-Run, er hatte seinen Moment mit seinen Buddies, mit den Bucks zusammen, dass sie die ersten Trios-Champions waren, mit hier Comeback hier mit Carry On My Wayward Son und so. Also ich glaube, der hat schon sehr viel, fast alles mitgenommen, sag ich mal, bei AEW, sag ich mal so. Ja, selbst wenn es jetzt selbst wenn's jetzt vorbei sein sollte, musst du dann trotzdem unterm Strich, glaube ich, schon sagen, ja, man hat nicht das Gefühl, es ist jetzt sowas krass Unvollendetes. So, dass du jetzt sagen, dass du jetzt sagen müsstest, irgendwie, oh, schade, der hätte das noch gewinnen können. So, er hatte ja alles irgendwie. Von daher, wie gesagt, wäre ja, natürlich schade, man würde auch gerne nochmal einen letzten Run von ihm sehen, aber ja. Ja, für die Wrestler ist es halt immer, ne? Man will immer zu seinen eigenen Bedingungen gehen, ja. Sie jetzt bei Danielson. Du, aber der ja natürlich so das ist, Ding ist, ja. Das, aber Ding, die das Fans Ding ist halt sehen anders da halt immer. Ja, aber das Ding ist halt so, ey, ganz ehrlich, sagen, wie viele für jeden Wrestler, der so einen Abschied wie Sting hat, selbstbestimmt würdig, gibt's halt irgendwie, kommen halt 20, die das halt nicht hinbekommen, die dann entweder halt früher aufhören müssen oder die dann halt zu lange machen und dann halt ihre eigene Karriere ruinieren so, oder ihre eigene Legacy ruinieren, so Grüße an Ric Flair. So deswegen, also ja. Da kannst du halt nicht mit planen, sag ich mal. Und wenn es jetzt halt wie Omega vorbei ist, dann kann er zumindest sagen, er ist auf höchstem Niveau abgetreten so und wie gesagt, hat er vorher, aber irgendwie in seiner Liga, die er mit seinen Buddies gegründet hat, irgendwie vorher alles gewonnen. Also gibt, glaube ich, auch Schlimmeres. Das ist richtig. Deswegen. Das ist richtig. Ja,
Da haben wir das Match. Ja, hast du ja auch schon jetzt alles dazu gesagt gehabt. Es waren auch nochmal, wie gesagt, von der Story her war es halt auch gut. Ja, Ja, ja. spannend, finde ich, wird es jetzt natürlich. Jack Perry ist zurück. Das wird jetzt, glaube ich, schon ziemlich spaßig werden. Ja, ich freue Hauptsache, mich man auch zeigt drauf. nichts mehr und man erwähnt nicht mehr den Namen von CM Punk. Der ist Ja, in einer anderen Liga. das sollte Man man jetzt hört sein jetzt lassen. auf damit. Das Crimea River wird bleiben, das ist klar. Das ist jetzt das, was Jack Perry halt ausmacht. Ja. Und das kam ja von ihm und nicht von CM Punk. Also ist es seins, dann soll er es auch so benutzen. Aber Hauptsache, das hört jetzt endlich auf, weil jetzt, das, ne, sie haben es nicht nötig, sind wir uns einig. Ja. Sie können da alles selber bestimmen und nicht immer auf eine andere Liga da herumreiten. Ja, Main Evento Time. Würde ich Ja. sagen, oder? Ja, ich bin dabei. Achso, nee, eine Sache will ich noch erwähnen, die ich tatsächlich witzig fand. Das war, als Jack Perry quasi entmaskiert wurde von Sicherheitskräften. Sie gehen ja quasi sehr, sehr aggressiv vor, wie halt, ja, wie halt mit so einem Fan, der halt irgendwie die Arena stürmt. Und dann ziehen sie ihm die Maske ab. Und der eine Sicherheitskraft ist halt so geil. Der schaut ihn so an wie so ein tief enttäuschtes Elternteil. Mit so einem Blick so, ich bin nicht sauer, nur sehr, sehr enttäuscht von dir, Jack. So, das ist, ich hatte das so lustig, wie er ihn anschaut, so. So, in dem Moment, wie gesagt, er ist vorher so, Fan, raus aus dem Ring hier. Und wie gesagt, in dem Moment, wo dann die Maske fällt, irgendwie so wechselt sein Blick so zu tiefer, persönlicher, menschlicher Enttäuschung. So, fand ich wahnsinnig Er hat witzig. auch noch so leicht, glaube ich, den Kopf geschüttelt Ja, gehabt. genau so. So. Du, Jack, von dir habe ich das als allerletzten erwartet. Ja, fand Fand ich ich. auch sehr witzig, dass ein Security-Man so voll die Emotionen hat. So, hä? Naja. Aber gut, war schon witzig, Sie ja, kennen sich das wahrscheinlich stimmt. schon sehr lange. Wahrscheinlich, ja. Gut, Ja. Vom aber damit kann man. Vorfall mit einem gewissen anderen Mann war Ja, der wahrscheinlich wahrscheinlich. auch schon dabei. Wahrscheinlich. So, da haben sie sich kennengelernt, sind enge Freunde geworden. Deswegen war er auch so Ja. persönlich so enttäuscht von Jack. Gut, wollte ich nur noch erwähnt haben. Dann können wir auch gerne zum Main Ja. Event kommen: AEW World Title Match. Samoa Joe als Champion gegen Swerve Strickland. Und bevor wir anfangen, wollte ich eine Sache erwähnen, weil Matze als großer Comic-Fan vielleicht hier reinhört. Ich habe mir das extra rausgesucht. Ich habe erst gedacht, Swerves Entrance das wäre Black Panther. Und das war aber nicht Black Panther. Es war nur aus dem Film Black Panther, aber es war wohl ein Killmonger-Cosplay, also quasi der Bösewicht aus Black Panther. Und die Robe, weißt du von dem, wem die ist? Nee, keine Ahnung. Das hast du nicht mitgekriegt? Das habe ich nicht mitbekommen, nee, Prinz nur. Lana hat ihm doch diese Robe Ja, umgelegt. genau. Ich dachte, das war Und irgendwie diese eine von Prinz Robe Nana. ist von Jimmy Rave. Echt? Okay. Ja, die hat er damals auch, der war ja auch bei dieser Empressi-Gruppierung, Ja, genau. ne? Bei Ah. ROH, keine Ahnung mehr, wann das war. Und das war die Robe, die er Jimmy Rave damals umgelegt hat und die hat er jetzt 12 Strickland umgelegt. Ach krass, das ist cool. Okay. Jimmy Rave weiß ja, Ja. ja, von, weiß ich gar nicht mehr, 2020, 2021 verstorben. Ist das schon so lange Leider, her? Ich ja, hätte. Okay, krass. In meinem Kopf ist das leider, irgendwie ein Jahr leider her mit. oder so. Ja, sehr jung und Nee. hat auch nicht so das glücklichste Leben vorher gehabt. Nee, halt erst einen Arm amputiert, dann beide Beine. Ja. Und das Letzte, was ich da auch noch mitgekriegt hatte, sie haben ja ziemlich viel Geld, auch ein Chris Jericho und viele andere Wrestler haben ja viel, viel Geld gesammelt, Ja. weil er ja damals 100.000 Dollar gebraucht hat. Da haben sie Ja. über 50.000 Dollar, glaube ich, gesammelt gehabt, um einen Teil der Krankenhauskosten zu tragen. Ja, Ja, klar. und da nach dem OP, gab es auch war nur noch ein paar Wochen oder Monate, ist er dann leider verstorben. Ja. Ja, der gute Jimmy Rave. Ja, sein Wechsel von ROH zu TNA war damals auch nicht gerade Nee. gut. Schade, schade. Ein Ja, Rock and Rave talentierter. Infection war nicht so die beste Erfindung, die ein Booker je hatte.
Muss man einfach sagen. Das ist richtig. Ja, aber schade. Ich mochte, also, wir schwenken jetzt so ein bisschen ab, aber ich mochte Jimmy Rave damals, gerade in der Combat Zone, so, wo er noch so ein junger Up-and-Comer war, irgendwie mochte ich ihn sehr, sehr gerne. Hat mich damals auch sehr gefreut, als er dann damals den, war das der TV-Title, Ironman-Title, halt diesen Midcard-Title, den die Combat Zone damals hatte, gewonnen hat von, ich glaube, Trent Asset war es damals. Hat mich damals sehr gefreut. Deswegen, wie gesagt, fand ich es ein bisschen schade, dass seine Karriere dann nie so, ja, nie so den Weg genommen hat, wie man sich es vielleicht damals erhofft hätte. Ja, nee, ich war auch erstaunt. Ich habe dann irgendwann später ein Bild gesehen, wo Prinz Nana dann halt auch im Hintergrund steht und Jimmy Rave diese Robe da anlegt. Da habe ich mir auch gedacht, okay, schöner Gedanke, schöne Geste auch. Mega Prinz cool. Nana. Und ja, das hätte man vielleicht von den Kommentatoren her vielleicht noch mal ein bisschen aufspielen können. Tatsächlich. Ansonsten ja. Hätte ich es halt auch nicht geschnallt. Und nee, das habe ich nie, also wie gesagt, ich hatte nur geschaut wegen seinem Cosplay irgendwie, weil ich dachte, Black Panther, und dachte mir, bevor ich jetzt da was Falsches sage und die Comic-Fans unter den Hörern verärgere, weil ich als jemand, der mit Comics nichts zu tun hat und mit Superhelden irgendwie dann der Meinung bin, dass Black Panther, nein, wie gesagt, das war Black Panthers Gegenspieler Killmonger. Ich dachte aber auch erst an Black Panther und habe dann aber auch das andere gelesen. Ist so, okay. Also, ja. Ich wäre auch drauf reingefallen. Ja. 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 Also, ich sag mal so, bei diesem Main Event, ich glaube, wir sind uns da einig. Es war alles aufgebaut und die Bühne war geebnet für Swerve. So, in dem Moment. Und ich glaube, jedes andere Ergebnis, vorsichtig ausgedrückt, wäre auch nicht gut angekommen beim Publikum. Ich war mir nicht sicher, ob der Titel hier gewechselt hätte. Ich hätte es auch nicht schlimm empfunden, weil ich finde, dass Strickland auf jeden Fall auch schon so weit ist. Es ist auch okay für mich, dass der Titel auch gewechselt ist. Wenn es noch nicht passiert wäre, sondern vielleicht beim nächstgrößeren Double or Nothing Pay-Per-View, weil ich auch hier damit vielleicht gerechnet hätte, dass Joe merkt, dass er ihm doch unterlegen ist und zu unfairen Mitteln greift und sich dadurch den Sieg halt sichert. Und dass die Fehde dann halt noch ein bisschen weitergeht, um Strickland halt noch mehr faciger zu pushen, als jetzt schon. Ich hätte es verstanden, wenn man es noch weiter auf die Spitze getrieben hätte. Ich weiß nicht, ob das gepasst hätte. Ich finde es aber auch okay, dass man es nicht gemacht hätte. Ich wollte gerade sagen, ich hatte halt schon das Gefühl, dass so ein bisschen, sage ich mal, der Hype, den Strickland gerade so nach dem Match gegen Hangman hatte, ich fand schon, dass das so ein bisschen nachgelassen hat, die Publikumsreaktion. Also der ist immer noch over wie Sau. Dann liegt es ja auch an den Fans. Dann liegt es auch an euch selber. Naja, oder halt am Booking. Aber hättest du das jetzt nochmal rausgezogen? Nein, aber bei der WWE hat dann wie lange Roman Reigns, und das war auch schon wahnsinnig übertrieben. Ja, aber das war gerade mal 4 Monate. Das sind 4 Monate, wo Joe gerade mal den Titel trägt. Ja, das hat ja nichts mit Joe zu tun. Das hat ja nichts mit Joe zu tun. Mir geht es halt, wie gesagt, um Swerve an der Stelle, wo ich das Gefühl hatte, dass da jetzt, sag ich mal, der sehr aufgehende Stern halt langsam anfängt unterzugehen, wenn du da jetzt nicht langsam den letzten Schritt machst, sag ich mal. Und da ist ja, wie gesagt, muss man auch sagen, da ist ja AEW leider auch so sehr gut darin, so die richtigen Momente zu verpassen. Deswegen habe ich gesagt, dann lieber jetzt gleich, bevor du das dann irgendwie noch einen Monat ziehst oder noch 2 Monate ziehen willst und bis dahin dann halt gar nichts mehr davon übrig ist, weil die Gefahr hast du ja auch einfach. Ja gut, er hat ja schon seine Wandlung da gezeigt gehabt. Bei dem letzten Match, als Prinz Nana ihm, glaube ich, den Titel gegeben hat und er sollte zuschlagen. Und da hat Strickland ja gesagt, nee. Ich benutze den Titel nicht. Ja. Und das war ja schon erstmal eine faceige Sache. Ja, ja, klar. Aber ich fand immer noch nicht, dass er in der Zwischenzeit noch mehr faciger geworden ist. Aber also, das soll er das? Eigentlich, weiß ich nicht. Das obliegt ja jetzt jedem selber, ob man will, dass er faciger wird oder trotzdem irgendwie tweeniger bleibt oder ist. Also weil ich wäre kein Fan davon, halt den noch faciger zu machen, so, weil ich finde, dann geht auch viel von dem,
was ihn als Charakter ausmacht, halt einfach verloren, wenn du ihn so ganz clean-cut-face machst. Also ich finde jetzt gerade so die Ebene, die man jetzt hat, finde ich, ist schon so der gute Mittelweg, nenne ich es mal. Wie gesagt, also ich hätte beides verstanden. Also ich habe auch überlegt, gibt man ihn hier dem Titel, ist für mich auch okay. Hätte man es noch ein bisschen rausgezögert, indem man Joe halt, wie gesagt, zu unfairen Mitteln hätte greifen lassen, um ihn halt dann noch mehr zu pushen und oder dass er noch mehr durchdreht und dass dann irgendein, was weiß ich, Stipulation-Match bei Double or Nothing halt dann noch rausgekommen wäre. Keine Ahnung, hätte man auch machen können, hätte ich auch kein Problem damit gehabt. Aber so ist es für mich auch in Ordnung. Das Match war okay. Dass Joe halt Dinge macht, die Joe halt macht, das ist halt auch normal, weil dafür kennt man Joe halt auch lang genug. Es ist alles vollkommen in Ordnung, so wie man es jetzt halt gemacht hat. Und es ist wahrscheinlich halt natürlich für den Main Event der bessere und der schönere Abschluss halt. Ne? Davor hatten wir halt das Leider-Match, wo halt klar die Heels gewonnen haben. Wäre wahrscheinlich dann schon scheiße gewesen, dann nochmal die gewinnen zu lassen. In dem Sinne kann ich das schon verstehen. Und zu Swerve Strickland, wir haben ihn ja auch gesehen bei Lucha Underground. Ich habe ihn ja auch noch eine Weile bei der WWE verfolgt, auch bei NXT. Und da hat er ja schon diese Anwandlung auch, ne, mit dem Pelzmantel und die Gruppierung um sich herum. Mm. Und dieses Coolsein und auch mehr Masse anzulegen. Da ist die Figur eigentlich schon so entstanden. Und ich habe jetzt auch ein Interview von ihm gelesen gehabt, dass er halt auch zu Tony Khan damals gesagt hat, also wenn ich unterschreibe, dann nur dafür, dass du mich auf den großen Titel gehen lässt und nichts drunter. Ey, und das ist mutig, sag ich mal. Das ist echt mutig, dass halt Tony Khan hat auch zugestimmt. Hat. Ne? So, weil, ganz ehrlich, das war genau die Zeit, wo halt so viele Verpflichtungen kamen. Wo ein Keith Lee vorher kam, wo der kam und der kam. So, wo halt kurz vorher, glaube ich, auch noch hier, wo kurz vorher auch noch hier Bryan Danielson und Adam Cole noch debütiert sind und sowas. Hm. Und ich habe, wie gesagt, ich bin ein großer Strickland-Fan, seit ich ihn das erste Mal bei der Combat Zone gesehen habe. So seitdem verfolge ich die Karriere dieses Mannes. So, ich freue mich da, also ich bin da super erfreut drüber und ich finde es unfassbar geil. Hm. Aber ich habe das nicht erwartet, dass der so eine Rolle einnimmt, weil ich habe, also mein Gedanke, wie der das erste Mal aufgetaucht ist bei AEW und auch diese Promo da gehalten hat, hat irgendwie dir auch noch so ein bisschen, ja, ich sag mal, ruckeliger war, als er das heute macht. So, ich dachte, okay, das ist einer von denen, das ist so eine der Verpflichtungen, da wirst du wahrscheinlich in 3 Monaten nicht mehr wissen, dass der überhaupt da ist. So, weil der nur noch irgendwie bei Dark oder Dark Elevation, wie hieß dieses andere Dark, egal, nur noch da rumspringt. Und ich bin froh und ich bin mehr als glücklich, dass ich mich da so sehr geirrt habe, aber. Also wie gesagt, mutig von ihm und mutig von Tony Khan, dass er ihm das scheinbar zugestanden hat, weil das war für mich kein Selbstläufer, die Entwicklung. Also ich fand, wie gesagt, bei NXT und auch als er noch, glaube ich, kurz bei SmackDown, war der bei SmackDown? Bei Two of Five Live war er, glaube ich, auf jeden Fall noch eine Weile. Ja, nee, er kam dann von NXT zu SmackDown mit der Gruppierung. Ah. Und auch da, seine Promos und das Auftreten, das ähnelt sich schon, was er jetzt dann, als er bei All Elite Wrestling angefangen hat. Was ihm natürlich jetzt sehr geholfen hat, und da muss man halt auch Adam Page halt auch mal loben, war diese Fehde mit Adam Page. Komplett. Und es war dieses Match. Das war seine Star-Maker, also der Fehde wurde zum Star, so, Punkt. Genau. Und ab da hat man dann gedacht, ja, okay, jetzt kann man ihn auch dahin pushen. Und wie gesagt, das Interview fand ich halt von ihm auch sehr, sehr witzig, dass er halt gesagt hat, also er ist nicht zu All Elite Wrestling gekommen, um jetzt da in kleinen Gefilden zu starten. Er möchte gern jetzt endlich was Großes machen. Das hat er sich verdient. Hat er gemacht, ja, kann man so sagen. Mit
mit guten Leistungen und wo du jetzt noch Kombination sagst, ich erinnere mich. Stimmt, die Zeit habe ich komplett vergessen. Ja, der war halt, also der war sogar War zweimal bei da. Der Lucha hat angekommen. da angefangen und später kam er dann sogar nochmal zurück irgendwie. Also nachdem er eine Zeit lang weg war und hat er dann noch den, ja, hat ja sogar den World Title nochmal eine Zeit lang gehalten. Und ich weiß, also der war unter anderem auch, und das ist auch so, wie gesagt, das zeigt halt auch, was für ein Wrestler er ist, weil das hätte der auch nicht machen müssen. So, der war halt im Cage of Death dabei, so irgendwie mit Tremont und, aber ich weiß gar nicht, wer der Ja. andere war. Ricky Shane Page oder so, keine Ahnung. So, also der hat seine Sporen verdient, anders kannst du es nicht sagen. Und weißt du auch, das ist ein Frankfurter, ne? Was? Ja, ehrlich. Kommt der aus Ich habe Frankfurt, mir. Kentucky oder wie? Nein, der hat hier in Frankfurt gelebt. Mit Echt? seinem Vater, weil er war hier in der US-Armee. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, weil hat sie auch mal ein Interview gesehen, gelesen. Glaube, 7 Jahre war er hier in Frankfurt. Ah, okay. Ja, Ja, dass er, guter Mann. also Wer dass in er bei der Frankfurt Armee war, war, wusste ich. Dass dieses Killshot-Gimmick wusste irgendwie er. auf realen. Ja, und sein Vater, also wir haben ja hier US-Armee auch in Hanau und Ja. wie heißt diese große, berühmte Base? Ich vergesse immer den Namen. Meine Mutter würde mich jetzt schelten, ja, weil ich es vergessen habe. Aber egal, jedenfalls haben wir hier auch viel US-Armee. Ja, also, Swerve Strickland, herzlichen Glückwunsch. Er hat es verdient. Ja. Man darf jetzt aber an der Und Stelle, also ich bin jetzt hier, um Swerve zu feiern, aber man darf auch Joe nicht jetzt lassen, weil Joe's, also ich hab da vor ein paar Tagen so einen Tweet gesehen, der es perfekt zusammenfasst, wo man sagen muss, man kann nicht genug Respekt auf Joe setzen, der halt diesen Titel und den Main Event genommen hat zu einer Zeit, wo halt keiner da war, wo Storylines quasi nicht durchgeführt konnten wegen Verletzungen von Cole und dann MJF, der angeschlagen rausfällt. Und dann nimmt Joe diesen Titel und diesen Main Event, packt das auf seine Schultern, macht einen richtig guten Run mit guten Matches, ist ein würdiger Champion, haut gute Promos raus. Macht diesen Titel, also gibt diesem Titel auch nochmal so einen Ticken mehr Bedeutung irgendwie mit der Art, wie er ihn verteidigt und wie er sich als Champion gibt und legt sich am Ende noch für ein jüngeres Talent hin und bringt den over so. Alles, was du eigentlich von einem Titelrun von so jemandem wie Joe erwarten kannst und eine Tüte Chips. So. Na gut, ein jüngeres Talent, mein Gut, er ist auch schon 33, Ja, aber aber dass er jetzt in dem natürlich Sinne. jetzt ein Jünger ist, ne? Joe ist schon, glaube, über 40. Joe ist A über 40 und Joe ist der deutlich etabliertere Wrestler. Ich meine, Joe hat irgendwie in jeder Liga schon 45, World ja. Title gehalten. So. Das hat Strickland jetzt nicht. So. Ist schon klar, nee, gell, ich habe gerade mal geguckt, ja, 45 ist er, der Ja, gute also da Joe. passt das schon. Ich meine, da sind doch 12 Jahre zwischen den beiden. Ja. Auf Also jeden ja, Fall. klar, der hat sich jetzt nicht für einen Ja. 20-Jährigen hingelegt, aber trotzdem noch für einen, der halt quasi noch diesen letzten Schub brauchte, quasi in den Main Event. So, und Aber das hat siehst er. du mal, jetzt, wenn viele immer motzen, oh, die alternden Stars und mömmöm, aber das ist genau das, was du jetzt gesagt hast. Joe ist dann derjenige, der einspringen konnte, den du Ja. glaubhaft da hinfriemeln Ja. konntest. Und wäre jetzt ein Copeland vielleicht schon länger da gewesen, hättest du auch ihn kurz mal da rein schmeißen können gegen Strickland. Das hätte ich mir Ja, auch gerne angeguckt. oder an Danielson, wenn der halt gerade zu der Zeit fit gewesen wäre, so hättest du, wäre auch Ja. so jemand gewesen. Aber jetzt Ja. hast du halt Joe dafür genommen, der halt perfekt da reingepasst hat und Auf ich jeden meine, war Fall. genau die richtige Entscheidung. Ich weiß noch, wie wir letztes Jahr, als wir, ich weiß gar nicht, Full Gear oder was das war, der letzte Pay-Per-View, wo Joe den Titel gewonnen hat, wo wir da diskutiert haben, weil Philly meinte, er ist da sehr enttäuscht und er findet, dass Joe nicht auf dem Level ist, weil AEW bisher immer nur diese ganz krassen Star-Wrestler hatte, die den Titel gehalten haben und da fällt Joe raus. Und ja, wie gesagt, wir haben da, glaube ich, da schon so ein bisschen gegen argumentiert und ich fühle mich da auch voll bestätigt, dass Joe halt für den Zeitpunkt jetzt und die Phase genau der Champion war, der AEW brauchte. Ja, ich hätte auch jetzt nicht gewusst, Wen du sonst nach hättest nehmen MJF, sollen. wen hättest du, ja, Naja, nehmen sollen. der logische wäre halt Cole gewesen, aber der war halt kaputt. So. Der war kaputt. Ja, du hättest nochmal irgendwie Adam Page dahin friemeln können, aber Ja, ja, aber hätte nee, aber der auch war ja, nicht glaube ich, gepasst. zu der Zeit auch nicht da. Ich glaube, der war auch in Pause. Ich glaube, Ich der weiß war. es gar nicht. War das nicht noch die Zeit, sage ich mal, war das nicht sogar noch genau die Zeit, Fehde gegen Strickland und so? Oder war das da? Ich glaube, der hing da gerade, ich glaube, der hing da gerade genau in dieser Fehde gegen Strickland eben. Deswegen, Endlich, der hätte auch nicht ja. so richtig gepasst.
Nee, Joe, ich hatte jetzt kein Problem mit Joe, vor allen Dingen, weil er ja auch wieder auf dem Fitnesslevel war. Ich meine, wir hatten ja auch schon mal, was war das, diese Owen-Hart-Gedöns-Turnier, wo er gegen, war das gegen Adam Cole? Das Match, was nicht so gut war. Kann sein. Ja, glaube ich. Aber er war wieder in Shape und im Ring. Es ist ja immer eine Nummer, die du glaubwürdig da reinstellen kannst. Also von daher, die 4 Monate waren gut überbrückt. Das haben sie gut gemacht. Ja. Und jetzt mal sehen, Strickland muss jetzt laufen. Jetzt muss er laufen. Bald. Ich fand das Ja. Match, also wir haben jetzt noch gar nicht so viel über das Match gesagt, aber ich finde, da kann man noch gar nicht so viel sagen, weil das Match war solide bis gut, aber jetzt halt nichts, was auf dieser Karte jetzt rausgestochen wäre. So, und ich glaube, das sollte es auch gar nicht, sag ich mal, weil ja, für die Matchqualität waren andere Matches da. Ich finde, dieses Match war für den Moment da im Endeffekt. Ich hatte mir, also meine Notizen zu dem Match sind halt auch sehr überschaubar. Das ist halt, Joe ist ein Wichser und das im positivsten Sinne. Weil alles, was er macht, das hat so eine abgeklärte Arschigkeit irgendwie so. Das ist halt. Ja, Strickland macht irgendwas und Joe, und das ist halt wieder was ihn noch echt ausmacht, dass er dann so kleine, selbstverständliche Aktionen bringt, die aber kein anderer Wrestler macht, so wie er Sachen kontert. So, dann zieht er halt einfach mal das Knie hoch und zimmert das einem Gegner in den Bauch so. Und dann bindet er damit eine Aktion so. Und das lässt ihn halt einfach unglaublich smart und gefährlich wirken so. Und das hat er auch hier am Anfang gezeigt. Allgemein war Joe in der Anfangsphase extrem dominant, so, was halt auch genau die richtige Entscheidung war für die Story, die du erzählen wolltest. Also, es hat alles gut gepasst. Eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben habe, die ich sehr lustig fand, gegen Ende des Matches, da hängt ja Swerve vor den Seilen im Coquina-Clutch. Und das Geile ist halt, wenn man in dem Moment, da schaltet die Kamera an einer Stelle um auf Prinz Nana und Prinz Nana, ich möchte fast sagen, tanzt Swerve aus dieser Aktion raus. So. Swerve hängt im Coquina-Clutch und kämpft und dann schwenkt die Kamera um und du siehst Prinz Nana an der Seite vom Ring stehen und macht diesen komischen Tanz mit den Armen, den er bei Entrance macht und tanzt sich die Seele aus dem Leib, als ob es irgendwas bringen würde. So, das fand ich super geil. So, er kann nicht viel tun in Situationen, aber das, was er tun kann, tut er auch so. Wie gesagt, fand ich Ja, wahnsinnig wenn es halt witzig. tanzen lässt, ja. Ja, wenn es halt tanzt, so, das ist der letzte Einfluss, den ich noch nehmen kann. Fand ich, wie gesagt, wahnsinnig witzig. Und hat nochmal unterstützt. Wie gesagt, ich habe auch gedacht, krass, ey, wie lange kenne ich Prinz Nana schon? So, wie gesagt, ich habe die erste Ring of Honor Show damals gesehen. Da war der halt schon dabei. Da gab es halt schon die Embassy so. Was halt krass ist. Und den jetzt, sag ich auch, jetzt packt man den wieder aus. Was soll das? Aber er ist halt nochmal genau dieses kleine Stück, was halt Swerve nochmal so diese 3% mehr Entertainment gibt irgendwie. Also, das hat sich voll ausgezahlt. Wie gesagt, fand ich wahnsinnig witzig und einen coolen Moment in diesem Match. Gott, wie viele Gruppierungen um Prinz Nana, wie oft gab es die eigentlich schon? Ich glaube 4 oder 5 Mal Ja, in den bestimmt. ganzen Jahren. Bestimmt. Das will ich mal auch mal gucken. Hier 1, 2, 3, 4, 5. Angefangen 2004 bis 2006, dann wieder 2009 bis 2010 bei AOL, dann 2022, 23 mit, ja. Brian Cage. Hua Lino. Ah, Jonathan Gresham. Ja, stimmt. Und dann nochmal mit Jumper? Mia Jim? Da kann ich Bei dir aber. AOA? Das war eine Zeit, wo ich da. 2011, 2012 mit Jumper, Rhino, Prinz Nana, Mia Jim? Das ist ja krass. Wusste ich jetzt auch nicht. Nee, Ja, und dann das jetzt ging auch an hier mir zum vorbei. Schluss nochmal hier mit Strickland und Konsorten halt, ja. Gerade mal nur mal geguckt, eben hier. Teams und Stables, ja. Naja, gut. Warum was ändern, wenn's Wenn's gut ist? läuft, ja. Dann war Ja, Change a wenn Running es läuft, System, das ist dann läuft. absolut richtig. Ja, richtig. Ja, und dann sind wir jetzt doch ans Ende gelangt. Ja, also eine Sache möchte ich noch erwähnen. Und das ist das Ende. Weil ich das Ende fand ich wirklich grandios. Weil, wie gesagt, das Match habe ich ja schon gesagt. Das Match war jetzt kein Übermatch. Das war ein solides Match und nicht mehr. Aber das Ende, der Moment war krass. So diese ganze Sequenz. Samoa Joe packt Strickland aus Top Rope, will den Coquina, will den Muscle Buster zeigen. Strickland springt über ihn rüber,
zeigt dann die Powerbomb vom Topper, wo Joey ja schon halb so drauf steht und geht dann aufs Seil. Und dann fand ich, wie gesagt, das ist so, Moment, wie inszenierst du was? Und ich habe ja vorhin gesagt, bei Copeland gegen Black fand ich die Kameraperspektive im Finish nicht optimal. Hier fand ich die Kameraperspektive perfekt. Denn wie Swerve auf dem Top Rope steht vor seinem Swerve Stump und die Perspektive fängt ihn quasi von hinten ein, sodass man das Publikum vor ihm sieht. Und er hebt ja so ganz langsam seine Arme und wirklich wie orchestriert, möchte ich fast sagen, steht das Publikum quasi, während er seine Arme langsam hebt, mit auf und fängt an zu applaudieren, weil alle genau wissen, was jetzt passiert so. Und auch dieser kleine Moment, wie Swerve nochmal so die Hände über dem Kopf zusammenschlägt nach Motto, als ob er selber noch nicht ganz glauben kann, was gleich passiert. Ich fand, das war perfekt inszeniert. Das war so ein guter Moment und so ein unfassbar schönes Bild. So, und dann springt er halt diesen Swerve. Ja, und der arme Samoa Joe muss als sich hin und her bewegen und rumtorkeln auf dem Boden liegend und warten und warten und warten, bis er endlich springt. Ich fand es aber nicht schlimm, weil ich hab das aber anders interpretiert, weil ich habe Joes Gestik, die er in dem Moment macht, habe ich anders interpretiert. Die habe ich nämlich interpretiert, so, das war fast schon so ein bisschen, ja komm, mach, jetzt bring's mir, du wolltest das doch haben, so. Weil er auch so ein bisschen so die Arme so vor und zurück bewegt. Und das fand ich dann schon wieder irgendwie cool dann tatsächlich, dass Joe dann irgendwie anerkennt, so, okay, ich habe jetzt verloren, dann mach's jetzt auch, dann bring's jetzt halt verdammt nochmal auch zu Ende, so. Hm. Also ich müsste es mir nochmal anschauen, aber gut, so habe ich es zumindest interpretiert. Nein, es war schon in Ordnung, aber ich musste auch eben gerade drüber nachdenken und das war dann die Szene, wo ich mir auch als gedacht habe, jetzt springen, komm. Joe muss schon eins da rumliegen und ja, wartet. Manchmal muss man sich Zeit nehmen für Dinge. Ja. Nee, sein Blick war halt auch danach gut. Halt dann erstmal den Titel als nur angeguckt und angeguckt und angeguckt. Ja. Kopf geschüttelt und dann so, okay, ich nehme ihn jetzt. Ich hab ihn jetzt. Endlich. Ja, und ich glaube auch so für so, was so Representation und sowas angeht, war das auch ein großer Moment. Dass ich habe das auch online gesehen, dass viele Leute das extrem gefeiert haben, dass er, ja, wie das halt alles inszeniert war, dass dann halt irgendwie, also du hast einen schwarzen Champion, ein schwarzer Ringrichter, aber gibt einem schwarzen Wrestler dann halt diesen Titel. Ich glaube, das war auch so für die, also ich glaube so für die schwarze Community war das einfach auch ein wahnsinnig starker und ja, wichtiger Moment. Der erste, man sagt halt eher, also der erste afroamerikanische All Elite World Champion. Das ist dann schon für die Community, denke ich, dann auch schon dann auch immer mal ein Teil, wo man sagt, ja, okay, siehst du, auch ich kann hier mit meiner Community auch endlich mal mit einem starken Wrestler mich identifizieren und sagen, ja. Siehst du, auch ich kann das hier erreichen. Und was man Willow nicht gegeben hat, die übrigens auch jetzt irgendwie eine schwarze, also na gut, wobei da war es jetzt nicht der krasse Moment, weil Jade Cargill halt vorher schon diesen TBS halt lange gehalten hat, aber ich sag mal, hier hat man aber auch es richtig gemacht, hier hat man ihm auch dann dem Moment die Zeit gegeben, weil wie gesagt, man war ja wirklich noch sehr lange drauf irgendwie, dann hat man Konfetti und dann geht Swerve um den Ring noch und sowas, also wie gesagt, fand ich auch alles wahnsinnig gut inszeniert für den Moment, der es war. Mhm. Und Joe halt wie bei allen anderen Titelmatches, ob er gewinnt oder verliert, das Match ist vorbei und er verschwindet einfach so. Hat man aber schon gleich so gesehen, als Strickland dann gesprungen ist und dann ist er ja so ein bisschen in die Ringmitte so zur Seite gelaufen und da hast du dann gesehen im Hintergrund, wie Joe und so rausgerollt hat. Das ist so WWE-Style. Das ist aber auch sein Ding. Ich glaube, das hat er auch nochmal, das sieht man in der WWE auch sehr oft. Hm. Also seit Jahren schon gang und gäbe, derjenige, der dann nur den Sieg eingefahren hat oder auch den Titel dann bekommen hat. Dann ja, aber das hat Joey auch immer schon gemacht, wenn er gewonnen hat, die Titelmatches. So. Da wurde einmal kurz der Arm hochgereckt mit dem Titel und dann ist er gegangen. So. Das ist halt einfach Joe-Style. So. Das respektiere ich auch ein bisschen. Ist schon ein guter Mann. Ist ein guter Mann, kannst du nichts sagen. So. Ja. Sehr schön, sehr schön. Also alles mit Zufriedenheit dann doch für dich so gelaufen.
Ich habe nichts, wie gesagt, also im Vergleich, im Gegensatz, den letzten Pay-Per-View haben wir auch schon sehr gefeiert, sage ich mal. Und hier, finde ich, kam halt noch dazu, dass es aus meiner Sicht hier keinen richtigen Stinker auf der Card gab. So, das hast du auch bei so einer fetten Card halt auch selten, finde ich. Ja, von der Zeit her ging es auch, aber ich musste auch einmal Pause einlegen. Aber gut, es war halt nach dem einen Hammer-Match. Wie gesagt, eins, zwei Matches, das sage ich aber auch meistens gern. Könnten auch in die Wochen stoßen und hätten nicht auch unbedingt auf die Card müssen. Aber ich kann es auch verstehen, dass man es macht. Gibt es für die Leute halt auch nochmal ein bisschen Paycheck. Ja, plus halt, das muss man ja dazu sagen, genauso wie es in der Filmbranche mittlerweile üblich ist, dass jeder Kackfilm mittlerweile 2,5 Stunden gehen muss, ist es halt auch im Westen üblich, dass jeder Was Pay-Per-View, drei jede Show Stunden. halt mittlerweile 3 bis 4 Stunden gehen muss. So, das ist halt leider der Zeitgeist so. Das ist richtig. Gut. Dann würde ich sagen, Fazit und Wertung, oder? Fazit und Wertung, ja. Hervorragender Event auf jeden Fall. Auch für mich wieder. Zurzeit habe ich auch nicht rumzumotzen, dass die Frauen wenig Zeit bekommen haben. Gut, das TBS-Title-Match, das war auch aber okay so, weil Julia Hart bei längeren Matches, die sie auch hat, auch in den Wochenshows, da aber dann immer auch eher in Tag-Team auftritt. Und da ist es dann auch okay. Als Einzelwrestlerin muss sie halt noch ein bisschen viel dazulernen. Und da ist so ein 6-Minuten-Match gegen Willow auch ganz okay von der Zeit her. Dass man aber dann Toni Storm und Thunder Rosa, die ja auch schon vor ihrer langen Verletzung immer sehr gute Matches rausgehauen hat, 15 Minuten gegeben hat, hat mich wirklich, wirklich sehr gefreut. Und die Fans haben es auch gefeiert. Das war toll. Und ich muss auch sagen, so gut jetzt in meiner Twitter-Bubble habe ich jetzt auch keine negativen Wertungen darüber gesehen. Von daher war ich da auch sehr glücklich. Ab diesem Match danach dann auch Shay und Danielson, auch das Leiter-Match und der Main Event, da wurde halt wirklich nochmal komplett angezogen. Ja, also ab Osprey, Brian Danielson ging es dann wirklich richtig ab. Opener, auch alles gut gewählt. Also ich, ja, weiß nicht. Bei mir ist halt auch wahrscheinlich immer dasselbe, was ich sage. Ich bin immer zufrieden und gebe auch hier 8,5 Punkte bis, ja, gibt 9. Ich mag diese komischen krummen Zahlen nicht. Es gibt 9 Punkte. Haben sie sich auf jeden Fall alle verdient, die hier auf der Karte waren. Ja, bei dir, wie schaut's so aus? Ja, also ich wäre wahrscheinlich realistisch, wäre ich auch irgendwo bei 8 bis 8,5 gewesen, aber wie gesagt, ich bewerte ja nicht komplett nüchtern, sondern halt auch durchaus emotional. Und da muss ich dann halt sagen, durch diesen Strickland-Moment, wie gesagt, da Swerve mir einfach sehr am Herzen liegt und ich eine sehr lange Historie als Wrestling-Fan mit diesem Mann habe und einfach diesen Moment damit hatte und froh auch bin, dass ich AEW weiterschauen kann, weil ich gegenüber einem Freund auch irgendwie, ich glaube, im Januar noch geschrieben habe, wenn Swerve dieses Jahr den Titel nicht gewinnt, dann ist AEW für mich tot, dann schaue ich wieder WWE. Ich bin sehr froh, dass ich das nicht tun muss. Was jetzt passiert. Ja, manchmal sagt man aus emotionalen Dingen Sachen, die man bereut später. Das war eine davon. Ja, genau. Ja, so ist es. So, genau so war es. Blanker Trotz und blanker Trotz ja. Aber wie gesagt, das muss ich jetzt nicht. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Wie gesagt, der Pay-Per-View hat für mich mit dem ultimativen, ja, Feel-Good-Moment geendet, sage ich mal. Und deswegen gebe ich auch eine 9 für die Show. Wie Sehr gesagt, schön. kein Stinker dabei. Ein, wie gesagt, weiterer Match des Jahres-Contender von Ospreay und Danielson, sage ich mal. Also, was willst du mehr? Ja, gut, das. Also, ich habe dir ja auch schon geschrieben, als man das auf die Karte gesetzt hat, Ja. habe ich gesagt, ja, gut. Okay,
Match of the Night, Match of the Year, was wird's werden? Beides ist es geworden. Ist so. Also aus meiner Sicht. Match of the Night auf jeden Fall und auf die Match of the Year Liste, bei mir ist es auch schon drauf. Ja. Geht nicht anders. Würde man behaupten, bei den meisten. Bestimmt, ja. Wer es nicht so sieht, kann das gerne kommentieren. Haben wir auch kein Problem mit. Oh, schön. Würde mich mal interessieren. Professionell den Übergang. Professionell den Übergang zum Housekeeping gemacht, ne? Genau. Ja, denn genau. Wenn ihr das hier und mehr wollt, dann ist die erste Anlaufstelle für euch nämlich WrestlingTalkRadio.de. Da findet ihr alle Podcasts, alle Superstars der Woche, das Forum und was es da noch so alles gibt. Genau, ansonsten Kommentare sind immer gern gesehen, Feedback, Kritik, das könnt ihr gerne machen, am liebsten natürlich bei YouTube, weil es dort unter den Videos stehen bleibt und für uns am einfachsten zu finden ist, könnt das aber natürlich auch gerne machen auf Facebook, wo es nicht nur Wrestling Talk Radio als Seite zum Liken gibt, sondern wo es auch eine Wrestling Talk Radio Diskussionsgruppe gibt, wo ihr gerne beitreten könnt und quasi mit uns in Kontakt treten könnt und eure Meinung äußern könnt, also dort geht das auch. Ja, habe ich noch was vergessen? Ansonsten, was steht so demnächst an? Nicole, was steht bei dir jetzt demnächst an? Bei mir demnächst Give Me Five, kann ich hier vielleicht jetzt schon mal ein bisschen sagen, die Give Me Five hören. Der arme Jan kann nichts mehr schwätzen. Das ist auch mal geil. Jan kann nichts mehr schwätzen. Jan hat keine Stimme mehr. Jan ist kränklich, deswegen verschieben wir Give Me Five von März. Noch mit, ja, nee, sind wir ja März dran, schieben wir ein bisschen und werden wahrscheinlich 2 Give Me Five Ausgaben auf einmal machen, weil anders geht's halt nicht. Jan und ich schwätzen ist ja schon mal ein Unding. Ja, deswegen müsst ihr euch dann noch ein bisschen gedulden und ansonsten müssen wir mal schauen, was es demnächst noch so an Shows gibt. Kann aber für upverse.de ein bisschen Werbung machen. Sven und Chris ranken dort ihre Top 3 Minigames in der Videospielgeschichte, beziehungsweise ist Blobby Wolli dabei? Ne? Ich glaube nicht, nee, ich hatte es noch nicht ganz zu Ende gehört. Das möchte ich anprangern. Ja, musst du mal reinhören. Also in den Videospielen, die man halt so spielt, gab es ja immer mal die Kategorie auch, dass man dort noch Spiele spielen kann. Ah, so ist das gemeint, okay. Ne? So wie jetzt bei Red Dead Redemption, oder wie heißt das Game? Red Dead Redemption, genau. Keine Ahnung mehr. Könnte man so Cornhole spielen und sowas. Hm? Ja, spielt halt noch ein bisschen Poker oder so halt. Genau. Ne? Und, ja. Die Minigames sind damit gemeint. Ja, wer reinhören will, ne, upverse.de. Und da findet ihr dann unter allen Episoden alles, was euer Herz so begehrt. So, damit habe ich dann da auch schon mal Werbung gemacht. Ja, und ansonsten schauen wir mal, was es in Zukunft noch gibt, wo wir mal drüber quatschen wollen würden. Olli Dressing war jetzt erstmal, dauert ja noch ein bisschen. Oder fällt dir noch was ein? Gerade spontan nicht. Also ich habe auch jetzt erstmal nicht so viel, auch tatsächlich außerhalb nicht viel Werbung zu machen. Ich glaube bei 2:1, was ich jetzt trotzdem noch schäbig reinwerfe hier, haben wir, glaube ich, seit unserer letzten WTR-Aufnahme haben wir, glaube ich, auch keine neue Folge mehr. Ich glaube, wir haben eine neue Folge veröffentlicht. Guckt einfach in den Feed. Ich glaube, da müsste in der Zwischenzeit eine rausgekommen sein. Ich bin mir aber selber nicht mehr sicher, ob das kurz davor war oder danach. Aber wie gesagt, wenn ihr euch für Fußball interessiert, könnt ihr da gerne reinhören. Und ja, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann spätestens wieder zur nächsten AEW-Show wieder. Welche auch immer das dann ist. Ja, schauen wir mal. Die nächste, nee, hatte ich ja gesagt. Double or Nothing. Ja. Und dann Forbidden Door. Dann Forbidden Door. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, wer bei Twilight TV mal reinschaut, ich weiß nicht,
Wer jetzt Dynasty noch nicht gesehen hat und Double or Nothing und Forbidden Door schauen will, momentan war da ein Angebot für $50. Ja. Kann man mal mitnehmen. Man... Ja, ich sag ja, es ist halt immer ein bisschen blöd, dass man da die Pay-Per-Views halt nochmal, ne, einzeln bezahlen muss. Bei der WWE hat man es ganz gut mit den knapp 10, 11 Euro. Dafür hast du halt die Wochenshows immer ja verspätet. Aber die kannst du ja hier in Deutschland halt auch gut im Fernsehen nachschauen. Also ja. Man kriegt einfach nie das 100%-Paket, egal wie man es macht. Geht das auch. Und wie gesagt, für unter 10 Euro die Wochenshows von All Elite Wrestling. Und die Events kosten dann halt nochmal extra Geld. Ja. Warte mal, wann haben wir? 26. Mai sehe ich gerade. Ja, gut. Ein Monat. Ja. In einem Monat haben wir dann schon wieder Double or Nothing. Die und Zeit rennt. Auf der Karte steht schon mal ein Match. Da freust du dich. Willow Nightingale. Gegen Bassettes Monet. Ja. Um den TBS Championship. Ja, Willow. Ein Monat, viel Spaß. Ja, wirklich, genieß ihn, den du lange hast. So. Das wird keine dauerhafte Freude sein, das fürchte ich auch. So. Ja, wahrscheinlich nicht. Jetzt muss man mal ernsthaft hinterfragen, wer Mercedes Monet, seitdem die bei der WWE weg ist, diese Themes immer gibt. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, die hat ja mittlerweile ein gesamtes Team um sich herum, was auch dasselbe Team war, die auch die WWE-Mucke gemacht haben. Ich glaube, das waren auch dieselben Leute, die das jetzt halt gemacht haben. Also die hat wirklich ein komplettes Team, egal was, auch Kleidung. Die macht ja jetzt auch ihre eigenen Klamotten und sonstige Dinge halt. Mhm. Also vermarktet, wie gesagt, ziemlich viel Zeug. Halt klar, warum nicht? Die Männer machen es auch. Ja, ist ja auch völlig okay, sag ich mal. Ich verstehe trotzdem nicht, wie man dann so. Also ich fand das New Japan / Stardom-Theme, was sie hatte, schon absolut furchtbar. Und ja, aber ich finde, es gibt in letzter Zeit wenig gute Themes, Wrestling-Themes. So. Müssen wir vielleicht mal einen Podcast machen. Ja, unsere tatsächlich. Lieblings- und unsere schlechtesten, die wir absolut scheiße und nicht hören können. Geil. Geil. Das ist ein gutes Format, so ein Theme-Ranking. Das ist eine Tierlist. Genau. Ja, könnten wir mal in Angriff nehmen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, genau. Ja. Auch das, schreibt uns sowas gerne in die Kommentare oder uns kommt in die Gruppe und schreibt uns da, wie gesagt, was ihr auch sonst gerne an Formaten mal sehen wollt. Sag ich mal, wir sind da ja durchaus offen gerade jetzt. Ich sag mal, wir haben jetzt natürlich den großen Block, jetzt war WrestleMania, das hat natürlich sehr, sehr viel ich sag mal, sehr, sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch genommen, logischerweise, und das auch völlig zu Recht. Aber jetzt wird es ja vielleicht doch wieder langsam ein bisschen ruhiger, sag ich mal, und dann ist ja vielleicht auch die Zeit, um mal das ein oder andere sonstige Format einzustreuen. Jetzt fällt mir aber gerade ein, hier in der Review gab es ja auch das Ranking schon mit den Teams. Gab es ein Team des Jahres? Ja, da haben dann, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, ich glaube Alex Matze. Ja, aber das, wir wollen das ja nicht, wir machen das ja nicht jahresabhängig, sondern quasi so insgesamt. Ja, genau. All time. Genau. All time. Glassplitter. Das muss schon mal mit da rein. Auch da haben wir, so, auch da, wie gesagt, haben wir gerne damals bei Ten Count auch gemacht, solche Rankings. Da haben wir unter einem Tierlist von Finishern gemacht. Das war auch sehr, sehr schön, weil ich da auch endlich mal öffentlich meinen Hass für die Lethal Injection einer der furchtbarsten Finisher aller Zeiten. Ich hasse die Lethal Injection. Ja, ich mag auch Christian Cage Finisher. Bis jetzt immer noch nicht. Den Killswitch? Finde ich dumm. Ja. Der denjenigen da rumgedreht hat, ey. Ja, das stimmt. 50 Mal daraus befreien, ey. So dumm. Aber ja, den du jetzt genannt hast, der gehört auch ganz oben mit dabei. Ja. Gut.
Das ist aber wahrscheinlich eine, das ist eine Diskussion für einen anderen Podcast. Ich würde sagen, wir ziehen das jetzt hier Genau. mal rund, wenn man das so sagt. Möchtest du dich verabschieden? Ich verabschiede mich und noch letzte sage Worte vielen Dank. irgendwie, hast du noch, möchtest du noch ausdrücken, dass irgendwelche Trainer gefeuert werden sollten oder jetzt ist die Gelegenheit. Eintracht Frankfurt-Fans, Ja. haltet kurz die Ohren zu, wenn ihr es nicht hören wollt, aber ich möchte Dino Topmüller helfen. Ist vielleicht ein netter Mensch, aber ich finde Oliver Glasner besser. So, ich glaube, der ist davon. Der ist jetzt zu einem Verein gegangen, die auch einen Adler haben, ne? Das stimmt, ja. Mittelpunkt. Ja, der weiß schon warum. Aha. Dem gehört auch so ein Ehrenmitglied Gedöns wie einem gewissen Kovac. Ja. Olli hat das nicht gekriegt, der gute OG. Ja, könnte man drüber nachdenken. Ja. Voll doof. Nun gut, bleibt uns gewogen und bis demnächst. Jo, dann auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Schaut, was euch interessiert. Ignoriert alles andere. Und Team Topmüller. Tschüss.